Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Podcast hier auf Twitch, wieder ein Just Bring It Podcast, wieder ein Nerd-Thema und wieder mit starker Besetzung. Wir haben einmal wieder dabei, angepasst zum 35 Grad bundesdeutschen Wetter, unseren Aquaman, den Onkel Dede. Aloha zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich, wie immer dabei, in seiner frisch klimatisierten Rüstung, unser Batman, unser Sturzbech. Hallo. Da ist er, der Batman. So. Ja, Jungs, wir sind wieder, ich wollte schon sagen, wir sind hier zusammengekommen. Ich meine, als würde ich eine Hochzeit anmoderieren. Wir sind heute hier, weil wir nach unserem Marvel-Podcast, nach dem DC-Podcast, diesmal über Marvel gegen DC sprechen wollen. Wir wollen mal ein bisschen die Helden gegeneinander stellen und gucken, wer denn da als Sieger rauskommen würde. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ja, das ist das. Ich, auf ich jeden glaub, Fall, da, das ist das Lustige. Ich glaube, da könnten Kriege drüber ausbrechen. Ja. Naja, ich hoffe nicht. Nein, bei uns nicht. Wir sind ja nett und freundlich. Und ich glaube, bei den ganz großen Comic-Fans, die so sehr, sehr verbissen in ihre eigene Reihe sind, kann das schon unangenehm ausgehen. Da hast du recht. Es gibt ja immer diese Extremen, egal bei welchem Thema. Hast du ja auch beim Gaming-Bereich oder sonst wo. Ja. Oh Gott. PlayStation gegen X. Ja, so, das auch, ja. Genau. Auch ein ganz schlimmes Thema. PC Master Race gegen Consoleros. Oder auch, wenn man generell in den IT-Bereich geht, Samsung gegen Apple oder Android gegen Apple oder Mac. Ganz schwierige Gruppen, ne? Ganz schwierig. Oder Windows gegen Linux war es früher auch. Hatten wir früher auch die. Stimmt. Ja, gut, wobei, da muss man ja sagen, Windows hat sich einfach für den Alltagsgebrauch durchgesetzt. Ja, sicher. Linux ist ja schon, da bist du ja schon Master-Anwender. Ja, es ist nicht gerade so das Anwenderfreundlichste, sagen wir es mal so. Nee. Ja, aber mittlerweile die Leute, schöne die sich Oberflächen, damit, aber. Oder die Leute, die sonst sich damit auskennen, die schwören immer alle drauf. Ja, ich kann damit auch umgehen, aber ich benutze trotzdem lieber Windows für die Alltagssachen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Merkst du auch einfach schon daran, dass Linux nicht so alltagstauglich ist, in Anführungsstrichen, weil alle möglichen Programme zumindest zuerst für Windows programmiert werden. Ja, ist richtig. Ist halt nicht so massentauglich. Aber Linux kommt halt auch immer drauf an, was du machst. Wenn du viel so Server und so Zeugs, da würde ich auch eher Linux nehmen. Ja, das stimmt. Also für Server ist super, weil es natürlich einmal andere Sicherheitsmaßnahmen bietet, andere Performance bietet, aber wir driften gerade komplett ab von unserem Thema und das direkt am Anfang. Geil. So, läuft bei uns. Marvel gegen DC. Ich hau direkt eine erste Paarung raus. Wir setzen einmal aus der Marvel-Welt den Captain America. Und zwar setzen wir ihn gegen unseren Onkel Dede. Nein, gegen Aquaman. Wieso bin ich eigentlich Aquaman? Einfach nur wegen der Wärme. Ich wollte ein bisschen Wasser gönnen. Das ist schön, ja. Also zu dieser Paarung. Weil du mit Fischen sprichst. Also ohne Cam ist halt blöd. Ihr habt mein Fischgesicht jetzt nicht gesehen. Ihr könnt es uns vorstellen. Genau, stellt es euch vor. Nein, also bei der Paarung muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das kommt halt drauf an, wo sie kämpfen. Ne? Ja, genau. Also an Land mal definitiv Captain America, würde ich behaupten. Ja. Im Wasser hat Aquaman halt, also das ist halt so, kommt drauf an, wo sie kämpfen. Ne? Ja, im Wasser ist Aquaman halt, hat er so seine Helferlinge auch, ne? Das ist ja auch der Vorteil. Gut, das ist dann auch die Frage. Ich meine, das ist schon unfair, wenn er andere mit rein. Also wenn dann die Fische kommen, dann ist vorbei. Ja. Wenn schon Mann gegen Mann, aber ich denke mal halt trotzdem einfach unter Wasser hat er dann ja immer noch seine Fähigkeiten mit Schallwellen und ja, klar. Unter Wasser sind es ja keine Schallwellen, aber Druckwellen, sagen wir mal. Ich denke mal, da ist das dann schon nicht mehr ganz so. Oder da, sagen wir mal, unter Wasser ist es ausgeglichener. Lass es doch mal analysieren. Was haben wir denn beides für Fähigkeiten? Die sind ja beide deutlich stärker als normal. Ne? Das ist ja schon mal das eine, was sie gemeinsam haben. Das würde ich auch sagen. Fall. Was haben sie noch? Captain America ist so ein bisschen strategisch, taktisch, glaube ich, besser aufgestellt, wobei Aquaman eher so ein bisschen impulsiver ist, oder? Naja, er ist König von Atlantis. Ne? Er ist... Der wird schon wissen, was er tut, sag ich mal. Mhm. Der hat seine Atlanta, die hat er unter sich. Ja.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob der wirklich an Land weniger stark ist, weil der hat natürlich auch dementsprechend Superkräfte. Ja, die Kräfte hat er, nämlich die Kraft hat er auf jeden Fall auch an Land. Das hat man auch, wenn man jetzt mal einen Film reinbezieht, hat man da ja auch gesehen. Ja, ja. Und dann hat er halt zwar, der hat zwar nicht den Schild, aber dafür hat er da seinen Dreizack, also, mit dem er auch umgehen kann. Ja, und er ist halt auf Entfernung gefährlicher als Captain America, zumindest auf diese, ja, sagen wir mal, Nahentfernung mit dem, ja, mit seinem Dreizack halt, ne? Auf die weitere Entfernung ist der Schild natürlich gut, aber auf Nahentfernung ist natürlich der Dreizack sehr praktisch. Das stimmt. Aber ich denke mal schon, dass Captain America der größere Taktiker ist, so als Berufssoldat. Ja. Als ein, sag jetzt mal, ein Staatsführer. Mhm. Ne? Also ich meine, Aquaman, natürlich, der ist auch an Land stark und der kann auch an Land kämpfen, aber ich denke mal, dass Captain America dann trotzdem zumindest an Land die Nase vorn hat. Storzi, wie alt ist Aquaman? Gibt es da irgendwie so eine Altersschätzung? Oh Gott, jetzt lass mal überlegen. Meinst du jetzt, seit wann es die Comics gibt oder wie alt er im Comics ist? Nee, die Figur, ist? Wie alt die Figur ist in den Comics. Ich würde jetzt schätzen, der ist auch aus den 40ern. Das heißt, die sind der so. Ist, der müsste so aus dem Bereich Superman, so, beziehungsweise kurz nach Superman erschienen sein. Aber tatsächlich schaue ich jetzt lieber mal nach. Und die Figur, wie alt wird die immer dargestellt? Ja, so Mitte 30, würde ich sagen. Das heißt, Captain America hat ja Erfahrungsvorsprung mit seinen 100x Jahren, ne? Ja. Ja, gut, wobei man ja sagen muss, davon hat er ja die Hälfte gepennt. Ja, richtig. Da ist jetzt nicht viel mit Erfahrung sammeln gewesen. Das ist richtig. Mhm. Aber ja, so eine Erfahrung Zweiter Weltkrieg macht ja auch schon viel aus. Ja, macht doch 1941. Na, guck mal. Seit wann gibt es den Captain America aus Comic? Ach, den müsste es auch so seit den 40ern geben. Ich glaube auch, ne? Das ist auch schon relativ lange. Ja, also ich glaube, der ist tatsächlich in Kriegszeiten dann. Naja, 41, den, ja. Den haben sie ja quasi damals eingemottet, sag ich mal, um den, weil der irgendwie nicht mehr in die Zeit gepasst hatte und dann wieder rausgeholt. Ja, und das musste man dann natürlich dann irgendwie erklären. Was? Ja, klar. Ja. Logisch, ja, aber prinzipiell ja gut gemacht. Ja, wirklich. Das ist eine gute Idee, das so zu machen. Also. Man kann wieder, dass Marvel ein bisschen mehr vorausplant. Also, wir würden sagen. Ja, okay, ja, kann man machen. Ich glaube, das war vielleicht auch einfach. Ich glaube, bei den Comics, da sind die, glaube ich, beide reaktionsmäßig ganz gut, oder? Dass sie sich auf neue Gegebenheiten anpassen. Bei den Comics kann ich nicht mitreden, da weiß Storzi mit Sicherheit sehr viel mehr. Ja, also die. Die gehen auf jeden Fall auf Gegebenheiten ein. Also es wird nicht alles, was passiert, wird nicht einfach nur so, es könnte sein und also was weiß ich, sowas wie der Fall des Eisernen Vorhangs oder sowas. Oder selbst damals, als die Terroranschläge vom 11. September waren. Ja. Da hatten die fast alle irgendwie ein Cover oder beziehungsweise das haben die alle thematisiert. Ne, also das kam schon mit rein. Ja, das ist schon interessant, dass die wirklich das alles aufgreifen, ne? Auch wenn es halt nicht so schöne Themen sind. Ja. Ja, da muss man ja aber sagen, dass die Comics ja in der aktuellen Zeit spielen und in der Realwelt spielen. Und ich persönlich muss sagen, ich fände es falsch, wenn sie nicht drauf eingehen würden, weil es ja ein aktuelles Geschehen ist. Ja. Also, die spielen ja nicht in einer Fantasiewelt. Also, klar, es sind Superhelden. Logisch ist es eine Fantasiewelt, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ja nicht wie Superman, der in einer fiktiven Stadt lebt, sondern die existieren ja im Hier und Jetzt, sozusagen. Ja, klar. Und da wäre es ja schon wieder fast fatal, wenn man nicht auf aktuelles Geschehen eingehen würde. Ja, sicher, wenn du in unserer Welt quasi dein Comic spielen lässt, musst du auch die Ereignisse der Welt mitnehmen, das stimmt. Genau. Ja, ist richtig. Na, du siehst es ja auch an der Entwicklung der Comicfiguren generell. Was, sage ich mal, noch in den 50ern okay war, das kannst du heute nicht mehr bringen. Ne, oder selbst was in den 80ern okay war, das kannst du heute nicht mehr bringen. Ja, stimmt. Das sind ja auch viele Sachen, Umgang mit Frauen und Ähnlichem, was Umgang mit Comics. Frauen,
grenzwertig war teilweise, ne? Ne, die eigene Sexualität, wie wird das verkauft, ja. Und ja. Also das hat schon, das spiegelt schon den Zeitgeist immer wieder da. Hm, richtig. War denn unser Captain America immer so der Streiter für alle, dass alle die gleichen Rechte haben? Oder hat sich das auch entwickelt mit der Zeitgeschichte? Also im Film ist er ja so, dass er quasi für alle so das Gleiche will oder halt für, ja, im Grunde sich für alle einsetzt, dass er da keine Unterschiede macht, wer ist. Ja, er hat, so wie ich das verstanden habe, hat er sich ja dahingehend gewandelt, dass er so quasi vom patriotischen Kämpfer zum eher gesagt hat, so, nee, ich lehne das eigentlich ab. Also so schon fast schon ja. Fast anarchistischen Weg geht, dass er sagt, nein, ne, eine Regierung hat nicht über mich zu entscheiden. Und ja, er hat sich halt weiterentwickelt vom treuen Soldaten, sag ich jetzt mal, der jeden Befehl blind befolgt. Also er hat ja nach Vorschriften gelebt, so, ne? Mhm. Hin zu einer, man hat es ja dann gemerkt, jetzt fällt mir der Film nicht ein. Also Civil War. Civil War, genau. Zum, ich sage jetzt mal, zur eigenständig denkenden Person, zur abwägenden Person, zu sagen, okay, ich will das Beste für die Menschheit, ich will das Beste für das Team, ich will das Beste für, auch, er will immer noch das Beste für sein Land und generell, aber eben differenzierend zu sagen, nicht mehr jede Vorschrift und nicht mehr jeden Befehl blind zu vertrauen, sondern eben zu hinterfragen und zu sagen, nee, das passt mir eigentlich nicht so, das mache ich lieber so. Ja, okay. Stimmt, ja, hast recht. Und das finde ich prinzipiell ja auch richtig, weil also blindes Vertrauen ist ja auch wieder fehl am Platz. Das ist ja fast genauso gefährlich wie überhaupt kein Vertrauen. Das stimmt, ja. Vollkommen richtig. Von daher finde ich das gut, dass sich die Person da irgendwo hin entwickelt hat zu einer eigenständig denkenden Person, die kein Mitläufer ist in dem Sinne, sondern die sich über gewisse Themen und gewisse Ansichten ihr eigenes Bild macht. Ja, stimmt. Könnte es denn sein, dass bei einem Kampf Captain America gegen Aquaman Captain America versuchen wird, das Ganze auf einer anderen Ebene zu klären, also irgendwie aus dem Kampf rauszukommen? Also den könnte ich mir vorstellen, ja. Ja. Das wäre nämlich auch so mein Gedanke. Captain America ist eigentlich der ist eigentlich nicht immer sofort draufschlagen. Der ist eigentlich immer erstmal gucken und vielleicht können sie ja auch ein ja, was trinkt Aquaman denn so? Kaffee wahrscheinlich nicht. Aquavit. Genau. Naja, unter Wasser ist Trinken ja eh schwierig. Und unnötig, ja. Glaube ich auch. Unnötig. Stimmt, da ist was dran, ja. Was hat er getrunken im Film, als er in der Kneipe saß? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, das Wasser. Einfach nur Wasser? Wasser? Das ist ja langweilig für jemanden, der unter Wasser lebt. Nee, oder nee, Whisky hat er sich, glaube ich, getrunken, oder? Kann sein, ich weiß es gar nicht mehr. Also wir sehen Captain America und Aquaman gar nicht im Kampf, sondern die sitzen am Ende zusammen an der Theke. Captain das America, kann ich mir auch gut vorstellen. Captain America mit einem Glas Milch und Aquaman mit dem Whisky. Schön. Ja gut, bei Captain America ist ja das Problem, er wird ja nicht betrunken. Das ja, hat stimmt. Er ja schon ausprobiert. Stimmt, ja. Das siehst du, kann er ja auch Whisky trinken. Ja, kann er trinken, was er will. Er kann ja trinken, was er will. Durch seinen verbesserten Stoffwechsel wird er ja einfach nicht betrunken. Okay, ja, der kann muss Aquaman... Dann muss er sich aber einfach mal mit Flash treffen. Ja. Ja. Er könnte aber Aquaman überzeugen. Wenn ich so an den Serien-Flash denke, ja. Da wurde ja, wie gesagt, ich kenne mich eher mit den Serien und den Filmen als mit den Comics aus. Da hat ja Cisco was erfunden, damit auch Flash betrunken wird mit seinem rasend schnellen Stoffwechsel. Da kann vielleicht auch Captain America mal in Kippen gehen. Ja, stimmt. Wir können natürlich sagen, Captain America geht hier so taktisch ran. Der überredet Aquaman zu einem Wetttrinken und gewinnt dadurch. Weil er nicht betrunken wird. Ja, das ist, ja. Warum nicht? Da würde dann der Taktiker rauskommen. Oder Stratege, wie auch immer. Wäre interessant, den Film würde ich mir angucken. Ja. Das wäre witzig, ja. Ja, dann lass uns doch mal zur zweiten Paarung kommen. Das ist garantiert was für Storzi. Und zwar, wir haben Iron Man gegen Batman. Storzi. Ich weiß, auf welcher Seite du stehst. Das ist ja... Die Frage ist ja schon alleine Quatsch, ne, wer da gewinnen würde. Natürlich. Ich habe da wieder einen Einwand. Also, aber erzähl. Ja, aber sag mal erst deine Einschätzung.
Der Einwand meinen Einwand noch gar nicht. Ja, eben. Ich wollte sagen, ich kenne den Einwand nicht, aber er stimmt ja nicht. Sehr gut. Also von daher, natürlich würde Batman gewinnen, weil Batman ist ein der weltgrößte Detektiv und auch einer der weltgrößten Strategen, der sich im Gegensatz zu anderen impulsiven Superhelden über kommende Situationen derart Gedanken macht, dass er quasi das Unvorhersehbare mit einplant. Mhm. Ja, so nach dem Sherlock Holmes Motto. Ja, wenn du alle Sachen rausnimmst, die möglich sein können, dann muss zum Schluss auch das Unmögliche muss dann das Richtige sein. Mhm. Ja. Das ist ja gut, dass er dann gegen Sherlock Holmes antritt mit Robert Downey Jr. als Iron Man. Ja. Obwohl es gibt auch noch einen Film, auch so eine Comic-Verfilmung, die nennt sich Batman Under the Gaslight. Mhm. Das spielt so Ende des 19. Jahrhunderts, natürlich in Gotham, wo er halt in so einer, ja, sag ich mal, damaligen Batman-Rüstung rumläuft. Das ist also nur eine Verkleidung. Ja. Und dann auch so ein, eher so fast wie, und dann auch in der Story eigentlich so ein Jack the Ripper-Verschnitt jagt. Ah. Das auch cool. Ist eigentlich auch ganz gut. Klingt auch gut. Das klingt interessant. Also, wenn Batman sich vorbereiten kann auf Iron Man, dann denkst du, ist Batman der da gewinnt. Es ist, ja, man vertut sich ja auch oft, dass man sagt so, ja, der hat ja auch nicht die Rüstung. Natürlich hat Batman Rüstungen. Der hat auch Rüstungen, die ähnlich der Rüstung von Iron Man sind. Mhm. Vielleicht nicht ganz mit den technischen Spielereien wie, oder beziehungsweise nicht so ganz hochtechnisiert mit einer super hochentwickelten KI, aber ich sag mal, technisch dürfte der ungefähr in der gleichen Liga spielen, weil die auch, denke ich mal, auf die gleichen Ressourcen zugreifen können, nämlich unfassbar viel Geld. Ja, das stimmt. Unfassbar viel Geld. Onkel, dann sag mal deinen Einwand. Ja, das ist nämlich genau mein Einwand eigentlich gewesen, die Rüstung in dem Sinne. Natürlich hat Batman auch mächtige Rüstungen. Man hat es ja gesehen in Batman vs. Superman. Ich meine, er hat sich ja darauf vorbereitet, Superman im Kampf zu besiegen, wenn es nötig ist. Mhm. Ne? Und ein Iron Man ist jetzt kein Superman, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Richtig, ja. Aber ich sag jetzt mal, wenn man jetzt mal von der Standardkluft ausgeht, ne? Würde ich sagen, dass im Anzug Iron Man den klaren Vorteil hat. Mhm. Ja, andersrum, wieder beide ohne Rüstung. Die treffen sich auf der Straße besoffen im Pub. So, dann definitiv Batman. Dann kriegt Tony Stark mal richtig eine übergezogen, weil Batman ist nun mal ein ausgebildeter Kämpfer. Richtig, was Tony Stark mal so gar nicht ist. Der hat halt wirklich nur die Technik und einen sehr, sehr hohen Intellekt. Deswegen würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so sagen, dass dieses analytische Batman den Vorteil verschaffen würde in dem Sinne, weil ich denke mal, intellektuell sind sie sich doch sehr ähnlich. Wobei Batman vielleicht so die ein oder andere Situation einfach aus der Kampferfahrung besser hervorsehen kann. Ich glaube, Batman ist, also wird zumindest auch so dargestellt, ist durchaus studierter Wissenschaftler. Ne? Ja, deswegen sage ich ja, also intellektuell bewegen die sich beide auf einem Level, würde ich sagen. Ich glaube, dass Batman durch seine Erfahrungen, die er in Gotham gemacht hat, auch der dreckigere Kämpfer ist, der also auch andere Methoden anwenden kann und auch weiß, wie er auf Sachen besser reagieren kann, weil er jetzt schon sehr viel fiesere Sachen erlebt hat und auch sich weiß, dagegen durchzusetzen. Ja, da würde ich aber wieder sagen, Batman kämpft halt eigentlich nicht. Da würde ich Tony Stark dreckiger finden. Na, also ich denke mal, Tony Stark würde eher unfaire Mittel einsetzen als Batman. Ich glaube, Tony Stark würde sein eigenes Ego im Weg stehen. Ja, das Ego. Das an dieses riesengroße Ego, was einen eigenen Anzug bräuchte, habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, und der Batman, wenn Batman Batman ist, dann ist sein Ego nicht so groß, wie wenn er in seiner Bruce Wayne-Rolle ist. Das stimmt. Ja, er ist, Batman ist ja immer so ein gebrochener Charakter. Der ist ja immer schlecht drauf und immer düster und weil er zwei Leben lebt. Ja, und er zweifelt ja auch an allem.
Genau das was Iron Man oder zumindest in den Comic beziehungsweise in den Filmen ja vermieden hat, indem er direkt gesagt hat, dass er selber Iron Man ist. Mhm. Ja. Hat er natürlich den Vorteil, dass er freier auftreten kann als so ein Selbst mal von der Tatsache abgesehen, dass Tony Stark sich hingestellt hat und gesagt hat, ich bin Iron Man, ist es halt einfach so, dass Batman halt einfach zwiegespalten ist zwischen Batman und der Rolle, die er im echten Leben spielt. Mhm. Und Tony Stark spielt halt keine Rolle. Der ist halt Tony Stark, ob der jetzt richtig, in dem Anzug steckt oder ob der privat unterwegs ist. Und das gibt natürlich wesentlich mehr Freiheit. Und das stimmt. Und ich glaube, allerdings das ist genau das, wiederum was der Vorteil für Batman, für Bruce Wayne, weil Bruce Wayne nimmt so keiner ernst. Ne? Das stimmt. Immer ja der reiche Playboy, der dicke Schlitten fährt, die Kohle seiner Eltern verprasst, der keine Ahnung von gar nichts hat und nur mit irgendwelchen Models halt ausgeht. Was wir alle gerne machen würden. Macht ihr das nicht? Ja, nee, ist Corona, geht gerade nicht. Da kann ich euch natürlich nicht helfen. Ist doch Corona, geht gerade nicht. Mein Treuhandfonds ist leider nicht so groß. Na ja, gut. Würde ihr das mal von den Zinsen aufgefressen? Ja, okay. Nein, aber das ist das sind so die Sachen, wo ich denke, was natürlich der Vorteil von Tony Stark ist, der ist natürlich noch ein, um nochmal auf den Anzug zurückzukommen, Batman hat sich den zusammenbauen lassen. Das ist alles, ne, den hat er von Lucius Fox zusammenbauen lassen. Das ganze Spielzeug ist von Lucius Fox. Iron Man hat ein ganz anderes Verständnis für die ganze Technik, weil er die selber entwickelt hat, weil er weiß, wie sowas funktioniert. Ja, er kennt seine Techniken dann natürlich nochmal einen Ticken besser und weiß, genau, wo die Grenzen sind. Genau, also im technischen Bereich, denke ich mal, ist der natürlich unschlagbar. Deswegen sage ich ja, im Anzug denke ich, dass Iron Man einen leichten Vorteil hat. Ich denke mal, der Kampf wäre recht ausgeglichen, aber er hat einen leichten Vorteil. Schon alleine das Material des Anzugs und die Kenntnis über den Anzug. Ja, aber wie gesagt, setz die ohne irgendwas wohin, kriegt Tony Stark dermaßen einen auf die Fresse. Aber schau dir Batman dann versus Superman an. Der weiß ungefähr, okay, da und da könnten die Schwächen liegen in dem Anzug, das und das und das. Und dann wird er darauf gehen. Der würde wahrscheinlich einen direkten Kampf würde der auch vermeiden. Ich glaube, dass Batman genau den Weg, wie du sagst, auf die Schwäche gehen macht. Und zwar wird er auf das Ego von Tony Stark gehen und dafür sorgen, dass Tony Stark nur mit seinem Anzug ankommt. Und dann legt er den Anzug lahm. Und dann kann er mit dem alles anstellen. Und deswegen ist Batman für mich. Aber da muss man jetzt auch sagen, ich meine, man muss dann auch drüber reden, also wissen die, dass die aufeinandertreffen? Ja, können die sich vorbereiten oder... Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Weil ich sage jetzt mal, natürlich, richtig, mit einer gewissen Vorbereitungszeit kann Batman da die Schwächen ausmachen dann sagen, oh, warte mal, da zwischen der dritten und vierten Rippe von dem Anzug ist ein Schwachpunkt oder was weiß ich. Ne? Mhm. Oder eben dann sagen, ach, guck mal, so kann ich den aus der Reserve locken, dann wird er aggro und macht vielleicht einen Fehler. Ne? Das ist dann halt auch nochmal so eine Geschichte. Ne? Also wir haben mit Vorbereitungszeit gewinnt Batman, eben 1-1 ohne Anzug gewinnt Batman. Ohne Vorbereitung könnte Iron Man sich knapp gegen Batman auch mit durch seinen guten Anzug durchsetzen. Würde ich sagen, ja. Also würde ich sagen 2-1 für Batman. Ja, also ich mache ein 3-0 für mich draus, aber... Ja, alles gut. Kannst du tun. Dann lass uns mal so zwei... Aber einer ist eher ein Nebencharakter, der andere hat eine komplette eigene Serie. Lass uns mal in einen Kampf gehen zwischen dem Winter Soldier und Arrow. Was denkt ihr denn da? Wie könnte das denn ablaufen? Gut, das ist eine extravagante Paarung. Ja, richtig. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ja, jetzt geht weiter. Ja, das Ding ist halt, wir haben halt wieder auf der einen Seite, ich meine, ausgebildete Kämpfer sind es beide. Mhm. Über Rüstung brauchen wir jetzt bei denen nicht groß reden, ne? Ja, der Winter Soldier, also wie gesagt, ich gehe ja nach dem Film, ich nehme an, im Comic wird es auch so sein, dass er halt diesen mechanischen Arm hat, ne? Gibt ihm natürlich irgendwie einen gewissen Kraftvorteil, aber Arrow ist schlauer und weiß damit umzugehen.
Also ganz hinten raus bin ich hier einmal ausnahmsweise der Meinung, dass DC mit Arrow gewinnt. Mhm. Aber es ist wieder so eine, also das sind auch so Sachen, die ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass die mal gegen deswegen auch mal so eine Paarung. Ja, ja. Aber ich glaube, Arrow ist hier ein bisschen im Vorteil. Durch seine Lebenserfahrung. Ja, Sturzi, was sagst du dazu? Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, der ist, der Winter Soldier ist natürlich ein ausgebildeter Einzelkämpfer oder beziehungsweise als Attentäter von der Sowjetunion ausgebildet. Also das ist ja jetzt nicht so, als wenn der so völlig unvorbereitet wäre. Der ist mit Sicherheit nicht dieser krasse Einzelkämpfer wie Arrow, aber ich glaube, der Winter Soldier ist mehr so ein bisschen, natürlich ist er ausgebildeter, ich meine, der wurde ja als Attentäter benutzt, ne? Mhm. Man muss ja wirklich sagen, benutzt in dem Fall. Mhm. Und ist, hat natürlich eine gute Ausbildung genossen, war ja auch vorher schon Soldat, ne? Was ja auch gewisse Grundlagen schafft. Aber das ist Arrow auch alles. Arrow ist auch ein ausgebildeter Attentäter. Ja, ja, das ist richtig. Und wie gesagt, ich glaube, Arrow kann sich schneller auf Situationen einstellen, wie jetzt eben diesen kraftvolleren mechanischen Arm vom Winter Soldier, der ja durchaus einen Vorteil bringt. Ja, ich wollte gerade sagen, den muss er quasi aus der Distanz bekämpfen, weil außer, ich sag mal, im Nahkampf hat er wahrscheinlich, würde er das auch irgendwie geregelt. Aber ich glaube, wenn du mit dem Winter Soldier in Nahkampf kommst, als Arrow, ja, dann geht es dir nicht so gut. Aber da muss man auch sagen, Arrow ist auch der klassische Fernkampf. Richtig, also er hat Nahkampf durchaus drauf. Aber ich meine, er heißt ja nicht ohne Pfeil. Er heißt ja nicht ohne Grund Pfeil. Also es ist ja eigentlich eher der Fernkämpfer. Ja, richtig. Welche Schwächen haben denn die beiden? Ja, ich denke mal, dass sie so gesehen nicht wirklich über Superkräfte verfügen. Ne? Mhm. Also die hoch trainiert, was sie natürlich schon zu extrem guten Kämpfern macht. Auf jeden Fall. Aber nicht irgendwie über, was weiß ich, besondere Regenerationskräfte oder sonst was. Mhm. Wenn einer verletzt ist, ist er verletzt. Und ja, ich sag mal, getroffene Pfeil, der könnte die Sache quasi schon beenden. Mhm. Ne? Wie viel Prozent an Kraft verliert der Winter Soldier, wenn er seinen Arm nicht mehr hat und nicht mehr einsetzen kann? Ja, viel. Weil, also jetzt mal davon abgesehen, dass das ein mechanischer Arm ist. Mhm. Wenn dir ein Arm fehlt, bist du generell halt... Ja, ja, klar. Mhm. Ne? Dann fällt er ja komplett aus. So, mhm. Ne? Und also das würde natürlich schon... Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Arrow den dann gezielt lahmlegen wird. Hat der so Waffen, dass der so was mechanisches lahmlegen kann? Durchaus. Durchaus. Also der hat ja allerlei Spielereien. Mhm. Wir wissen auch alle, da ist auch ein bisschen Geld im Hintergrund. Mhm. Und das Familiengeschäft im Hintergrund, wo ja durchaus auch ein bisschen Spielereien dazugekommen sind. Und dann später ja auch, also generell über seine Freundin Felicity, mhm, die ja auch nicht so blöd ist. Ne? Und dann, ja, richtig. Ja. Ich sage jetzt mal von den Serien ausgehend, ja auch mit den Star Labs in Kooperation. Teilweise Zugriff auf Ressourcen von Argus. Mhm. Also ich denke mal schon, dass er Mittel hätte, da so einen mechanischen Arm lahmzulegen. Und auch das taktische, kämpferische Wissen hat, zu sagen, das Ding muss ich zuerst ausschalten und dann habe ich leichteres Spiel. Und der Winter Soldier hat auch noch irgendein Codewort, mit dem er getriggert wird, oder? Hat er das in den Comics? Ja, stimmt. Ja gut, aber haben sie das nicht, haben sie die Gehirnwäsche nicht mittlerweile? Gesagt, ja, ich glaube, die haben sie ja mittlerweile Filmen, rausgenommen. Ne? Mhm. Genau, ja. die haben die Gehirnwäsche schon irgendwie so rückgängig gemacht. Mhm. Er ist ja quasi wieder Bucky Barnes. Ja, also, genau. Aber das Witzige ist, wo du gerade sagst, wo wir von dem einen Arm sprechen, es gibt
in The Dark Knight, also in der Comic oder im Comic Dark Knight, ja. Tritt Arrow auch auf, halt als alter Mann, dementsprechend auch, weil Batman ist ja auch ein alter Mann. Ja. Und da ist er einarmig. Ach. Und Arrow ist da einarmig. Okay. Er hat durch einen Unfall oder durch einen Kampf hat er halt einen Arm verloren, ja. Ist aber immer noch mit seinem Pfeil und Bogen unterwegs. Macht er das denn? Es geht. Er zeigt, wie es geht, aber es ist. Ich hätte jetzt gesagt, der wechselt vielleicht auf eine Armbrust oder so. Das geht ja besser mit einem Arm. Interessant. Ja, da wissen wir auch schon mal, Arrow kann auch mit einem Arm. Das heißt, er ist da im Vorteil. Was sind die Schwächen von Arrow? Das ist eine gute Frage. Also sein Ego ist es nicht, würde ich sagen. Wobei er hat schon. Ja, wobei es ist eher nicht das Ego, was er hat, sondern der Stolz. Er hat kein Tony Stark-Ego, es ist schon deutlich kleiner, ne? Ja, was ist eine gewisse Arroganz oder Ego? Das kommt bei ihm eigentlich nur immer durch, wenn er im Team kämpfen soll, weil er doch eher der Einzelkämpfer ist. Zumindest am Anfang. Er hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Überlegen, was hat denn, ja, ich meine, seine Schwäche ist halt, dass er menschlich ist und keine Superkraft hat. Ne? Das ist halt, glaube ich, so die größte Schwäche, die er hat. Ich meine, Verletzungen, wenn er verletzt ist, ist er verletzt, auch wenn gutes Kräuterwissen eventuell hat. Mhm. Hat er ja auch hier und da mal was aufgeschnappt. Via Vergiftungen und so. Aber ja, ich glaube, das größte Manko ist halt, dass er menschlich ist. Ansonsten. Das haben sie ja beide, das Manko, ne? Ja, ja. Also keins, was jetzt ihm halt besonders. Beide, ne? Wo ich das hier gerade sehe, mir fällt das gerade ein, der Green Arrow ist in Legends of Tomorrow, in einer dieser Realitäten, hat er übrigens auch nur einen Arm. Ach, echt? Ich habe die nochmal nicht gesehen, ich muss die noch gucken. Also komplett gucken. Habe ich das nicht schon durchgeguckt, Legends of... Achso, nee, ich glaube, die letzte Staffel war noch zum Bezahlen, da habe ich sie noch nie geguckt. Mir fällt gerade so mittlerweile in einer anderen Realität ein, wo er dieser Nazi-Führer ist. Von der RDX. Nee, es gibt ja noch diese Folge, wo die auch wieder nach wo die quasi wieder zurückgehen und beziehungsweise ein bisschen in der Zukunft sind und da stellen die dann fest, Moment, der ist ja einarmig, ne? Und als sie den suchen. Dränge, aber ja, gut, müsste ich jetzt. Aber gut, ich meine Paralleluniversen, ne? Da kann ja alles Mögliche passieren. Also, Onkel geht mit Arrow. Storzi, mit wem gehst du? Ich würde das... Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde das wahrscheinlich eher... Oh, ich glaube, das wäre eher so unentschieden. Ah, okay. Wahrscheinlich aber eher eine Tendenz zu Arrow auch. Ja, ich glaube auch eher an Arrow, dass der das machen würde. Der ist halt noch ein bisschen... Der geht so mehr in die Batman-Richtung halt irgendwo. Der ist da so ein bisschen organisierter, sag ich mal. Ja, stimmt. So, auch was das ganze Umfeld angeht und so. Ja, diese Umfeldswahrnehmung ist, glaube ich, der größere Vorteil. Ja. Ich glaube, der Bucky ist, ich will jetzt nicht sagen, dass er der pure Haut drauf ist, aber er ist eher der Frontalkämpfer, wo Arrow eher die Umgebung einbezieht. Ja, genau, der ist ja halt... Ja gut, Arrow ist ja mehr so der Ninja, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Ja, hat halt auch eine Assassinenausbildung. Ja. Ne? Ja, richtig. Gut, also Arrow, das ist schon der zweite von DC, der hier vorne weggeht. Da gucken wir, was die dritte Gruppe, die dritte, vierte schon sagt. Wir haben jetzt hier den anderen Bogenschützen, wir haben Hawkeye und der tritt an gegen Cyborg. Warum hast du nicht Hawkeye gegen Arrow antreten? Weil ich das langweilig finde, Hawkeye gegen Arrow. Das hätte auch Arrow gewonnen, aber... Das fände ich aber langweilig, die beiden gegeneinander. Ja, du hast recht. Cyborg, weil jetzt muss man ganz kurz überlegen. Cyborg war doch der Typ, der auch Storm. Bei Doom. Doom Patrol, genau. Ja, oder genau. Halt, den war ja auch der bei... Der hatte auch, glaube ich, bei Arrow einen Auftritt. Ah, er war ja auch in dem Justice League mit drin. Genau. Ja, Cyborg ist ja... Wie alt ist Cyborg in den Comics? Der müsste so Mitte 20... Also Anfang Mitte 20 sein. Ja, in Serien und Filmen wird er auch so dargestellt. Er ist ja ein Highschool- oder College-Footballer, ja, der später bei einem Unfall...
in den Star Labs schwerst verletzt oder durch andere Unfälle, durch einen anderen Unfall so derart schwer verletzt wird, dass er eigentlich überhaupt keine Überlebenschance hat. Mhm. Ne, weil der wirklich, ich sag mal, zwei Drittel seines Körpers verloren hat. Und er wird ja dann von seinem Vater dann in diesen Cyborg verwandelt. Ne, und ja, wie gesagt, vorher war er halt der so der Superstar, der Quarterback seiner, seiner Footballmannschaft. Und also gehe ich mal davon aus, dass der so Anfang, Mitte 20 ist. Ja, so in dem Dreh würde ich ihn auch einschätzen. Wird er auch meistens in Filmen und Serien so dargestellt in dem Alter. Und was natürlich sein Vorteil ist, er ist selber natürlich verbunden mit diesem Computer. Er ist ja quasi ein halber Computer. Und er kennt sich halt wahnsinnig gut damit aus. Und der hat ein riesiges Arsenal an Waffen, was er quasi bei sich trägt. Das, ist natürlich der Riesenvorteil von ihm gegen so einen Hawkeye. Ne? Ja. Er ist vielleicht nicht der filigranste Kämpfer, aber er ist verflucht stark. Und er ist halt auch er geht auch schon so ein bisschen wieder so in die Genie-Richtung, so vom Intellekt her. Aber halt fehlt ihm die... technisch auch wieder gut geschützt. Fehlt ihm die Erfahrung also allein vielleicht? Dadurch, dass er halt halb Roboter ist, ne? Ist ja so ein bisschen, der schon fast Robocop. Kann ihm seine fehlende Erfahrung ein Problem werden, weil er noch so jung ist? Ja, na klar. Also ich nehme an, er wird halt altersbedingt noch recht impulsiv sein und eben eher frontal an die Sache rangehen und taktisch vielleicht, was durchaus auch wieder lebenserfahrungstechnisch und kampftechnisch von der Erfahrung her der Vorteil von Hawkeye ist. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie Hawkeye im Speziellen mit ihm fertig werden sollte in einem 1:1. Das Problem ist bei Cyborg für Hawkeye, der ist halt extrem beweglich. Das ist das Problem eigentlich. Hawkeye trifft zwar alles, aber der kann halt auch relativ schnell an ihn rankommen. Und das könnte sein Problem werden, ne? Ja, das Ding ist halt, ich meine, er trifft alles, aber er trifft bei Cyborg ja größtenteils Metall. Ja, richtig. Bringt ihm den Pfeil halt relativ wenig. Ich meine, gut, der hat auch wieder irgendwelche Spezialpfeile. Ja, der kann auch alles Mögliche. Aber ich glaube, es würde Hawkeye schwierig fallen, Cyborg auf Distanz zu halten. Und ich glaube, im direkten Nahkampf, da brauchen wir nicht drüber reden, ist er halt definitiv unterlegen. Ja, da hat er halt diese Superkräfte schon allein durch seinen Anzug, ne? Genau, richtig. Also das wäre eine relativ klare Nummer. Und Hawkeye ist ja immer noch derjenige, der, ja, ist halt die Frage, welche Inkarnation man nimmt, der entweder immer noch besorgt seine Familie ist und damit vielleicht so den kämpferischen Vorteil nochmal kriegt, weil er halt noch intensiver um etwas Bestimmtes kämpft, aber er hat halt die ganzen körperlichen Nachteile, weil er halt in Anführungsstrichen nur ein Mensch ist, ne? Ja. Also, so wie gerne ich Hawkeye hier vorne sehen würde, wäre er, glaube ich, gegen Cyborg auch ziemlich auf verlorene Posten. Ich muss halt ganz ehrlich gestehen, ich finde Hawkeye relativ überflüssig. Ja, findest du? Ja, also ich meine, er ist ein guter Bogenschütze und alles, aber er kommt bei Welten nicht an Arrow ran. Ich glaube, das war von Marvel so ein Billigabklatsch von Arrow, mehr oder weniger. Ihm fehlen da, also entweder fehlen mir Hintergrundwissen oder also ihm fehlt halt einfach noch. Für mich ist Hawkeye so der, immer wenn ich den höre oder irgendwas von dem erlebe, so der menschliche Anker unter den Superhelden. Ja, er ist eher so ein Bindeglied, aber eben nicht der Kämpfer, der notwendig ist. Mhm, genau. Also er hat zwar gewisse Fähigkeiten, ne, das würde ich ihm nicht absprechen. Aber ich sag jetzt mal, wenn er jetzt im Kampf nicht da wäre, würde auch kein Bein abbrechen. Also ich glaube, das ist eher so eine mentale Stütze fürs Team als alles andere. Ja, genau, und der, die vielleicht denen auch nochmal klar macht, dass es auch Menschen gibt, die mehr haben als nur diesen Kampf, sondern wo die auch was zu verlieren haben, ne? Der die also so ein bisschen dran erinnert, was denn auch wichtig ist, auch wenn das nicht sagt. Ja, so ein bisschen zum Erden halt, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich befürchte auch, er hat gegen Cyborg hier nicht viel zu melden. Ich denke auch nicht wirklich, nee. Dann lass uns doch mal... Es ist halt so ein bisschen ungleich. Ja, so. Richtig. Ja, das ist sehr ungleich. Richtig, ja. Muss auch mal sein. Ja, ne, ist ja auch völlig in Ordnung. Richtig. Man muss auch mal klare Standpunkte setzen. Ja. Ja. Dann lass uns doch mal die Damen mit ins Spiel bringen. Und zwar haben wir Black Widow gegen Harley Quinn.
Also mein erster Kommentar dazu, für den Kampf würde ich Eintritt bezahlen. Ja, der ja da sage ich, sag ich trotzdem ganz klar Black Widow. Ja, ich meine, Harley Quinn hat den Vorteil, dass sie komplett verrückt ist. Ja. Sie ist, ja, die hat ja keine klassische Ausbildung in dem Sinne. Sie ist laut Vita halt eine ausgebildete Psychologin und ich glaube irgendwie in Turnen oder Ballett oder ja, ich meine im Turnen so ist sie. Ich glaube Turnerin war sie. Genau, irgendwie so halbprofessionelle Turnerin. Aber gegen eine ausgebildete russische Agentin. Mörderin ja. Oder beziehungsweise eine ausgebildete Attentäterin, die so ziemlich jede Kampfsportart gelernt hat, die mit allen möglichen Waffen umgehen kann, wird die wahrscheinlich doch ziemlich alt aussehen. Ja, ja. Ich meine, selbst wenn sie irgendwie mit irgendwelchen psychologischen Tricks ankommen wollte, ich glaube, da wäre Black Widow auch einfach gefeit vor. Aber das kann sie also auch nicht mehr, weil sie ja selbst ein bisschen durchgetickt ist. Bitte? Ich glaube, dass sie das gar nicht mehr kann, weil sie selbst so ein bisschen durchgetickt ist. Ja, und ich glaube, die einzige minimale Chance, dass Harley Quinn hier einen Kampf gewinnen könnte, wäre, wenn sie was vollkommen Verrücktes tut, womit kein Mensch rechnet, ja. Was bei ihr aber auch gar nicht wieder so abwegig ist. Richtig, ja. Ne? Aber Black Widow ist halt, es ist so eine russische Agentin, die wahrscheinlich mehr Kampfsportarten beherrscht, als es tatsächlich gibt. Ja. Ja, und Black Widow kann natürlich auch den Wahnsinn von Harley Quinn ausnutzen, weil die auch gut Menschen manipulieren kann. Das stimmt, ja. Also sie kann quasi auch dafür sorgen, dass die selbst sich ins Elend stürzt, ohne dass sie groß was machen muss. Und ja. Wie ja, wobei, da ist vielleicht Harley Quinn wieder ein bisschen noch gefeit gegen, auch wenn sie durchgedreht ist, hat sie ja dann doch vielleicht noch Zugriff auf irgendwelche Dinge, die sie mal als Psychologin gelernt hat oder so. Aber also ich glaube, sich jetzt da irgendwie psychologisch übers Ohr hauen, lässt sie sich auch nie, auch wenn sie komplett durchgeknallt ist. Ja. Aber Das ist gesprungen. Also wir kommen nicht drum rum, dass Black Widow ja, hier gewinnt. Rein körperlich, rein physisch. Ja, das denke ich auch. Was du sagtest mit den Manipulationen und so, du musst überlegen, hier, Harley Quinn hat immer wieder auch klare Momente. Ja. Und solche Sachen, wie so alles, was mit so ein bisschen Psychologie zu tun hat, das versteht sie natürlich besser als eine Black Widow. Weil ja, das hat sie. Das hat sie auch voll im Blick. Das merkt sie. Das weiß sie. Das, ja, merkt sie das mal, auch, wenn sie in Rage ist? Ich denke mal, wenn irgendwelche psychologischen Spielchen kommen würden, dann eher von der Seite von Harley Quinn. Ja. Das würde ich eher einschätzen. Aber das Ding ist halt, ich schätze Black Widow so ein, dass sie darauf nicht reinfallen würde. Ja, das ist richtig. Also ich sehe zwei Möglichkeiten dabei. Entweder ganz klar Black Widow gewinnt oder Harley Quinn macht den kompletten Ausraster und stürzt sie beide in den Tod. Ja, ja, genau. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn ich sterben muss, nehme ich dich mit. Da würde sie wahrscheinlich so ein bisschen wie ihr Pudding reagieren. Mhm. Dafür ist sie verrückt genug, auf jeden Fall. Wie der Joker, der sagen würde, das ist mir egal. Ja. Ne, ich stürze uns beide ins Messer. Ne, also, ja. Richtig. Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und da könnte sie noch durch ihren wahnsinnigen... durch ihren Wahnsinn wahrscheinlich auch noch Glück haben oder so, das weiß man nicht, aber ja. Ich glaube, in einem fairen Kampf, in Anführungsstrichen, ist ganz klar, dass Black Widow da als Siegerin rauskommt. Mhm. Muss man schon sagen. Definitiv. Ja. Dann machen wir jetzt die schnelle Runde. Quicksilver, Flash. Wie sieht ihr die beiden? Die schnelle Runde, ja. Das war jetzt nicht auf das Gespräch bezogen. Entschuldigung. Kann man so sehen oder so? Muss man gucken. Ja, Quicksilver gegen Flash. Ich würde sie ja so ungefähr als gleich schnell einschätzen. Mhm. Ich glaube, eine Kampferfahrung oder Kampfausbildung haben sie beide nicht. Nee. Sie profitieren ja tatsächlich mehr oder weniger nur durch ihre Geschwindigkeit. Wobei man sagen muss, ich meine, Flash und so kann Blitze werfen. Das kann Quicksilver, soweit ich weiß, nicht. Der ist einfach nur schnell. Ich glaube auch nicht, ne? Oder weißt du da mehr, ja, Stolz? Also sie sind aber auf jeden Fall, sie sind beide so schnell, dass die Umgebung um sie herum stehen bleibt. Also sie können quasi die Zeit anhalten, in Anführungsstrichen, und sich selbst noch bewegen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal einschätzen, dass sie relativ vom Speed-Level, gut, Flash wird vielleicht sogar noch einen kleinen
Teil haben, rein geschwindigkeitstechnisch, weil er kann ja so schnell, dass er in der Zeit zurückreist. Ja. Gut, hat Quicksilver vielleicht noch nicht probiert, aber jetzt, ich sag mal, wenn sie in der Geschwindigkeit ausgeglichen sind, wüsste ich jetzt wirklich nicht. Ich denke mal, Flash hat da noch einen kleinen Vorteil, weil er halt ein bisschen Kampferfahrung hat. Mhm. Ja, ich würde auch Flash auch vorne sehen, muss ich sagen. Quicksilver, den sieht man jetzt eher nicht so kämpfen, in dem Sinne. Bin auch bei Flash, aber auch unter dem Hintergrund. Den Hintergrund, den er hat, also auch die Leute, die er im Hintergrund hat. Der hat ja auch noch eine ganze Maschinerie eigentlich dahinter, die ihn auch unterstützen kann, was auch super ist. Hat Quicksilver, glaube ich, in der Art gar nicht, ne? Nee. Und ist das, was ich kenne. Storzi, hast du da mehr, das, was dahinter steht? Nee. Quicksilver ist ja einfach nur ein Mutant. Ja, genau. Richtig, genau. Ja. Und der Flash ist durch einen Unfall zum Flash geworden. Ja, richtig. Aber Quicksilver hat jetzt nicht in dem Sinne ein Team, die ihm noch über Funk irgendwelche... Also gehen wir mal von denen, dass das Team Flash helfen könnte. Ja. Wir bleiben ja bei einem fairen 1:1 in dem Sinne. Mhm. Aber einfach die Kommunikation, dass die geistige Intelligenz, die da im Hintergrund noch mitgrübelt, ja. Ne? Also er denkt ja nicht alleine in dem Sinne, obwohl ja Barry auch schon höchst intelligent ist. Ne? Aber wie gesagt, selbst wenn man das weglässt, ich finde, Flash hat halt einfach ein bisschen mehr Kampferfahrung. Quicksilver rettet zwar hier und da mal eine Situation, ne? Durch seine Geschwindigkeit, aber er kämpft ja nicht wirklich. Ja, und ich glaube, das ist der Vorteil von Flash, weil er dann doch ein bisschen Erfahrung und gut, und halt dadurch, dass er, was weiß ich, Blitze werfen kann und so, natürlich auch rein kräftetechnisch ein bisschen einen Vorsprung hat. Ja, ich glaube auch, Flash ist da, wie gesagt, mit den Blitzen, mit der vielleicht auch etwas höheren Geschwindigkeit, hat er Vorteile. Die Schwäche von Flash ist, glaube ich, ganz klar Familie und Freunde, dass der also immer da ein bisschen Angst um hat. Ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, aber in der Serie ist das ja so seine Achillesferse, ne? Ja, also er ist sehr anfällig, was seine Freunde und Familie angeht. Aber ich glaube, da ist Quicksilver jetzt nicht so unbedingt. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass Quicksilver da aber nicht abgebrüht genug ist, um darauf zu gehen, auf die Schwäche. Deswegen sehe ich da jetzt keine Gefahr für ihn. Und Quicksilver ist halt einfach nur schnell. Und wenn man jetzt die Comicfigur nimmt, dann ist er so ein bisschen auch der lustigere, albernere noch, ne? Der es nicht ganz so ernst nimmt. Jetzt nur mal die Filmfigur, ne? Comic war es ja auch im Film eher so als der Witzbold umgesetzt. Ja, genau. Der es vielleicht nicht so ernst nehmen würde. Deswegen denke ich auch, Flash wäre hier der Sieger im Ganzen. Dann lass uns zu den Großen kommen. Setzen wir doch mal das große grüne Monster Hulk gegen das schmutzige grüne Monster Swamp Thing. Ja, Swamp Thing kenne ich jetzt nicht so. Muss ich zugestehen. Da weiß ich nicht, was der so für Fähigkeiten hat. Ja, der Swamp Thing hat so, kann natürlich die komplette Pflanzenwelt manipulieren. Er hat den Vorteil, dass er eigentlich tot ist. Also der Wirtkörper, sein Wirtskörper, der ist quasi nur, oder wird durch diese, er wird durch diesen Swamp Thing wird er also quasi am Leben gehalten. Mhm. Er hat dann natürlich ein ganz anderes Verständnis von allem. Er ist halt auch wie der Hulk so nicht unbedingt das derjenige, der wahrscheinlich irgendwie großartig was plant. Er ist halt, er reagiert aus Instinkt, würde ich jetzt sagen. Also er reagiert eher, Er reagiert eher, als dass er initialisiert, okay. Grundsätzlichen Kampf gegen den Hulk, so wie er leider nicht im letzten Film dargestellt wurde oder in den letzten Filmen, weiß ich nicht. Also der Comic-Hulk ist eine absolute Naturgewalt. Und das Problem war, je wütender er wird, umso stärker wird er auch. Es ist eigentlich, ne, wenn er einen Kampf nicht gewinnt, dann wird er immer stärker und stärker und stärker. Das ist halt so, es hört nicht auf. Es hört einfach irgendwie, es hört irgendwann nicht mehr auf. Und ich denke mal, das ist der Vorteil vom Hulk. Und ich denke mal,
Doch, ich der Hulk mich, würde das also locker gewinnen. Ich frage mich halt beim Hulk erstmal so, also wie gesagt, ich kenne Worms so, ich kann mich jetzt nur auf das, was Sturzi sagt, so ein bisschen. Mhm. Ne? Bei Hulk, ich weiß nicht, wie es in einem Comic ist. Wie gesagt, ich bin so gar kein Comicleser. Ne? Aber jetzt von den Filmen ausgehend, kommt es beim Hulk vielleicht sogar drauf an, wobei, nee, eigentlich kommt es nicht drauf an. Also wenn er diese pure Naturgewalt ist, dann ist er halt... Wir sprechen über Hulk, wir sprechen nicht über Bruce Banner gerade. Ja, nee, wir sprechen über Hulk. Ne? Das ist schon klar. Aber ich meine, er ist halt diese Naturgewalt und stark. Ich meine, selbst wenn Swamp Thing den irgendwie, was weiß ich, mit Wurzeln einkesseln würde das sich da halt einfach draus befreien. Ich meine, so eine Baumwurzel ist jetzt für Hulk wahrscheinlich auch kein Problem. Rein intellektuell frage ich mich halt gerade, ich meine, in dem Film ist sich ja irgendwann Hulk mit Bruce Banner im ich sag jetzt mal, im Reinen in Anführungsstrichen und kann auch auf die interagieren ja dann auch miteinander. Also hat dann vielleicht kommt noch so ein gewisser Intelligenzaspekt sogar noch dazu, dass er ein bisschen taktischer kämpfen kann. Kommt dann halt wieder auf den Status von Hulk an. Aber ich glaube, also ich sage jetzt auch einfach mal Hulk. Ich glaube auch, dass Hulk da ganz klar vorne wäre. So oder so. Genau. Ne? Interessanter wäre gewesen, Hulk versus Doomsday. Das wäre. Ja, stimmt. Das hätte anders ausgesehen, glaube ich. Ja, den habe ich nicht mit drin, das habe ich. Den hätten wir auch noch mit reinnehmen können. Können wir beim nächsten Mal noch machen. Ja, ich denke aber auch, Swamp Thing ist so, es ist für mich so ein bisschen eher das Tier und Hulk ist halt ja, richtig. Schon ein menschenähnliches Lebewesen, was halt auch nicht nur instinktiv reagiert, was halt auch immer stärker wird. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und sich auch gegen fast alles durchsetzen kann. Also wenn man jetzt mal Thanos in den Filmen ausnimmt. Und wenn man dann auch den Bruce Banner Einfluss reinlässt und dann vielleicht nochmal, dass die halt auch im Kopf schon interagieren, dann heißt Hulk, glaube ich, in der Zusammenspielung unschlagbar. Kommt halt, dann kommt halt zur enormen Kraft noch Intelligenz dazu. Richtig. Na, und das ich meine, das macht ihn ja jetzt nicht schwächer, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, und dann zur Frage, Swamp Thing ist halt das, ja im Grunde das Ding aus dem Sumpf, so übersetzt du das mal so, das mit allen Pflanzenarten halt interagieren kann. Und Storz hat am Anfang gesagt, was im Grunde der Wirtskörper, der tot ist, wo halt dieses Swamp Thing sich eingemistet hat. Genau, das ist so quasi die Restintelligenz oder beziehungsweise der Rest, der dieses Swamp Thing steuert irgendwo. Ja. Der dem Ganzen so quasi den Körper gibt oder das so ein bisschen vorgibt. Genau. Der dann halt damals in diesen Sumpf gefallen ist, der sich dann damit verbunden hat, mit allem, was da war quasi. Er ist so quasi das perfekte biologische, die biologische Kampfmaschine. Genau. Aber halt eine reine auf, ich sag mal, Tiere sind jetzt total viel zu negativ klingend, weil die sind ja auch nicht dumm, aber halt sehr intuitiv und sehr reaktiv, also nicht von sich selbst planend oder so. Dass man Swamp Thing ist auch so ein bisschen, geht so ein bisschen mehr so auch in Richtung Anti-Held. Ja, genau. Die Serie habe ich noch nicht geguckt, die Staffel soll gut sein, wurde leider abgesetzt. Ja, das hat auch kein Mensch verstanden aus irgendeinem Grund. Ich finde das so schade, dass so viele Comic-Serien abgesetzt wurden. Da kommen wir nachher noch zu einer. Ich finde das gut, dass sich DC-Serien so kräftig durchgesetzt haben. Also, die haben wir ja letztens schon drüber geredet. Dieses Quartett, sage ich jetzt mal. Merkt man auch schon von Marvel, sind auch viele Serien abgesetzt worden. Ja, das war ja der Netflix-Streit, so ein bisschen mit Disney. Ne? Genau. Das war wahrscheinlich nicht mal der Erfolg der Serien das Problem, richtig. Als eher das Finanzielle im Hintergrund. Genau. Schade eigentlich. Ich würde jetzt gerne mal zu meiner Lieblingspaarung kommen. Die hat mir richtig Spaß gemacht, ich drüber nachgedacht. Die können wir gegeneinander stellen. Ja. Und zwar stellen wir Scarlet Witch gegen Superman. Scarlet Witch gegen Superman. Sagt ihr denn dazu? Das ist jetzt aber auch schon wieder. Das ist schon wieder fies, weil Superman gegen Magie nicht gut ankommt. Mhm. Richtig. Aber Superman ist eigentlich immer so als der größte, oft als der größte Held bei DC dargestellt. Also für die breite Masse, nicht für die Comic-Kenner. Und ist halt Scarlet, so ein bisschen das Vorzeige, genau. Der Vorzeige-Superheld halt. Und Scarlet Witch wird gerne übersehen und deswegen wollte ich die beiden mal gegeneinander stellen.
Das stimmt, Scarlet Witch ist eher so eine Nebenrolle, ne? Ja, obwohl die eigentlich unheimlich stark ist. Also Filme und Serientechnik gesehen, ich weiß nicht, wie es da um die Comics steht, aber ich sag jetzt mal, ist nicht so, gehört jetzt nicht so zu den Vorzeigen. Nein, genau. sie ist nicht so populär, dass man sagen würde, so, genau. Das ist halt eine schwierige Paarung. Ich meine, klar, Superman kommt jetzt gegen Hexerei vielleicht nicht so gut an. Die andere Frage ist, was richtet Hexerei bei Superman an? Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass er da komplett chancenlos wäre. Allein durch seine durch seine Superkräfte, ne? Aber er hat ein Problem gegen Magie anzukommen. Ja. Und das könnte für ihn tatsächlich ein Problem sein, gegen sie zu. Die Frage ist ja auch, ich meine, okay, er hat ein Problem, gegen Magie anzukommen. Die Frage ist aber auch, was macht Magie bei ihm? Weißt du? Also, ich weiß nicht, inwiefern sie ihn verletzen kann, aber... Ja, eben, das ist es halt, ne? Weil wenn, ich meine, was macht Scarlet Witch so? Ich meine, die wirft auch irgendwelche Lichtbälle. Oh, Scarlet Witch kann ganz fies sein. Die kann ja auch mit Kontrolle. Die kann auch mit den Dimensionen spielen. Was für Auswirkungen hätte das auf Superman? Hat das überhaupt Auswirkungen auf Superman? Wird er dadurch beeinflusst, ne? Ganz Gedankenkontrolle, Kontrolle, ja. Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Eventuell, ne? Aber so. Kann Scarlet Witch nicht auch die Dimensionsverschiebung ähnliches bewirken, dass die quasi Superman in eine andere Dimension schicken könnte? Das wäre natürlich ein klarer Vorteil für sie, wenn sie ihn irgendwo anders hin verschieben kann, wo er vielleicht keine Kraft von der Sonne zehrt. Hat sie wahrscheinlich leichtes Spiel. Also unsere Marvel-Menschen, die haben ja gesagt, Scarlet Witch wäre eine der Figuren gewesen, die Thanos auch alleine hätten bekämpfen können. Haben sie ganz klar gesagt, weil das war eine der stärksten Helden, Anti-Helden, wie auch immer man sie betrachtet, weil sie wandelt sich auch irgendwann noch innerhalb des Marvel, der Marvel-Welt ist. Ne? Eigentlich sogar die stärkste im finalen Kampf gegen Thanos, wenn man das so sehen möchte. Das stimmt schon, ja. Naja, sie hat ihn ja fast schon am Boden. Ne? Richtig, also, genau. Ja. Und ich bin sie ist auf jeden Fall am weitesten vorangekommen, sagen wir mal so. Und ich würde sagen, ich glaube, Scarlet Witch könnte Superman bezwingen. Ja, auf vielleicht nicht endgültig, aber ich denke auch in einem normalen Kampf könnte das für ihn ein Problem werden, denke ich auch. Ja. Und vielleicht auch ausgehend von seinen Charaktereigenschaften und seiner Einstellung, weil Superman ist ja auch sehr in dem, der beschützt ja auch gerne Menschen. Ich weiß nicht, inwieweit er sich nach der Figur Superman gegen eine Frau so durchsetzen oder einsetzen würde mit allen Kräften. Oder ob er da auch zurücksetzen würde, weil er da vielleicht so vom Charakter das sich haben würde. Also wenn es jetzt darum gehen würde, sage ich jetzt mal, dass Scarlet Witch die Welt bedroht. Ja, ja. Würde er, glaube ich, schon alles geben, was er hat. Ich glaub, aber würde er da ein gewisses Wissen kommen? Dann macht er jetzt nicht so den Unterschied zwischen Mann und Frau. Das würde ich hoffen. Im Kampf zumindestens. Ne? Ja. Wie ist du das, Storzi? Beim Sparringskampf würde er sich vielleicht zurücknehmen. So schön sagt. Nee, Storzi, also was denkst du? Wie würde er da sich verhalten? Ich denke mal, wenn es wirklich ein Kampf auf Leben und Tod in Anführungsstrichen wäre, würde er sich da mit Sicherheit nicht zurücknehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja Unsinn. Sollte auch nicht, klar. Aber ja, manchmal, so wie er dargestellt wird, ist er immer so ein bisschen zurückhaltend dabei. Aber das ist, glaube ich, einfach auch eine veraltete Darstellung. Ja, ich meine, er ist halt... Ja, schon. Aber ich meine... Gibt es nicht auch weibliche Gegner für Superman? Ja, klar. Ich meine, da macht er doch auch voll drauf. Da hält sich doch da nicht zurück. Also ich meine, er will ja seinen Planeten oder unseren Planeten beschützen. Da sollte es ihm ja egal sein, ob er da jetzt eine Frau oder einen Mann gegenüber hat. Mhm. Er kann ja dann nicht sagen, oh nee, warte mal, das ist eine Frau, dann gebe ich den Planeten mal auf. Das stimmt. Nee, war einfach meine These, ob das sein Charakter vielleicht da ein Problem wäre. Schade, war eine Frau. Hätten wir machen können, aber naja, gut, er wollte halt nicht. Aber wir können ja mal vergleichen. Superman kann fliegen, das kann Scarlet Witch mit ihren Fähigkeiten auch. Ja. Superman hat seinen Laserstrahlen, sie hat ihre Ziehfähigkeiten, wie auch immer, die sie einsetzen kann. Die übermenschliche Kraft von Superman, das kann sie auch
durch ihre Fähigkeiten wohl kontern, würde ich sagen. Ja, sie kann sich ja Schilde machen und genau. Gedöns, ne? Also. Superman hat natürlich den Vorteil, der tankt seine Kraft aus der Sonne. Mhm, genau. Das heißt, er kann sich super schnell regenerieren. Aber er kann sich halt regenerieren durch die Sonne. Das könnte sie nicht wiederum, ne? Sie hat da keine Regeneration. Oder? Sie könnte natürlich ihn von der Sonne quasi trennen. Ja, ja, aber das hat man ja vorhin mit wegteleportieren, ne? und Zeug, dann braucht sie ihn ja nur von der Sonne trennen und schon wird er menschlich, in Anführungsstrichen. Oder menschlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber was Superman zum Beispiel auch kann, er kann auch andere, er kann auch andere Kräfte oder er kann Leben absorbieren, also von Pflanzen zum Beispiel. Mhm. Ach. Ja, ja, das kann er auch. Ja, dann musst du ja nur mit ihm zur Heimatwelt von Thanos. Da ist ja nichts mehr. Da lebt ja nichts mehr. Dann macht er ihm den Garten kaputt. Den schönen Schrebergarten. Was sind die Schwächen? Kurz und klein. Was sind die Schwächen von Scarlet Witch? Das ist halt dann das so mit so Dimensionsportalen und so. Ich glaube, das wäre halt dann in dem Fall die komplette Stärke für Scarlet Witch. Ja. Was sind ihre Schwächen? Was denkt ihr? Seiner Kräfte berauben in dem Sinne und dann hat sie natürlich den riesengroßen Vorteil. Ja, richtig. Mhm. Auf der anderen Seite, sobald Superman irgendwie an sie rankommen sollte, ist sie halt nur ein Mensch. Mhm. Ja. Mhm. Und ich meine jetzt rein körperlich, sie hat halt keine Kampfausbildung oder... Also sie hat ja nur ihre Kräfte, sonst hat sie ja gar nichts. Ja klar, im Nahkampf... Wird schwierig. Hast du auch gesehen, als Thanos nah an ihr dran war, da wurde es auch langsam. Sie konnte ihn zwar noch zurückhalten, aber gut, da hat sie auch natürlich auch an zwei Seiten gearbeitet, sozusagen. Ja. Da war das schwieriger. Ja. Ne? Ja, was sind ihre Schwächen, außer dass sie halt im Nahkampf nicht wirklich sich durchsetzen kann? Ja, die Schwäche halt in der Konstellation ganz klar wieder, dass sie halt nur ein Mensch ist. Ist sie psychisch instabil, Scarlet Witch? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Schon ein bisschen, würde ich sagen. Durch den Tod ihres Bruders ist sie mit Sicherheit irgendwo, war sie ja auch schon so, hatte so einen leichten Knick. War nicht im Film Quicksilver ihr Bruder? Ja, genau. Ja, richtig. Hm. Aber dann, in dem Film ist das ein anderer Quicksilver als der von den X-Men. Ja, richtig. Es ist, eigentlich ist es der gleiche. Ist der gleiche. Ja, aber rein rechte technisch ja, ja. Ein anderer. Ne? Ja, richtig. Aber eigentlich ist sie ja auch eine Mutantin. So. Ja, genau. Ja, richtig. Und die andere Sache ist, natürlich mit Vision, ne, da hat sie auch nochmal zurückgeworfen. Ja. Aber ich frage mich gerade, ist ihre psychische Verletzbarkeit nicht eher eine Gefahr, weil sie dann ein bisschen durchdreht, wenn sowas passiert? Ja, ich glaube eher, das Ding ist, sie hat halt nichts mehr zu verlieren. Ja. Also jetzt rein menschlich gesehen. Mhm. Der Bruder ist schon tot, ihre große Liebe ist auch nicht mehr so wirklich. Mhm. Läuft nicht bei ihr, ne? Nee, also läuft so gar nicht. Nee. Nein, also ich sag jetzt mal, sie hat halt nichts zu verlieren. Sie kann bis aufs Letzte gehen. Ja, richtig. Mhm. Also ich wäre für Scarlet Witch in dem Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass sie sich da durchsetzen kann. Was tippt ihr? Wäre interessant, aber ich weiß es nicht. Ich find's ultra schwierig. Ich find's echt ultra schwierig. Mhm. Könntest du jetzt halt so gar nicht sagen. Wie gesagt, also so Dimensionssprünge... Mhm. Dann ist sie klar vorn, weil dann kann sie halt irgendwo hin mit ihm, wo er halt keine Kräfte hat. Und dann hat sie ganz klar gewonnen. Mhm. Sobald sie es hinkriegt, ihm seine Kräfte zu berauben, hat sie gewonnen. Ja, richtig. Wenn Superman seine Kräfte hat über den kompletten Kampf, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz enge Kiste. Mhm. Könnte es ja ausgeglichen sein, ne? Mhm. Das stimmt. Und dann ist halt wieder das Ding, Superman kann halt sie theoretisch töten, aber ob sie Superman töten kann, ist halt so... Wenn sie an Kryptonit Frage. Kommt. Also wenn vielleicht. Er seine Kräfte hat. Ja. Oder sie müssen an Kryptonit kommen, dann kann sie ihn auch... Dann gut, kann sie das ihn ist, töten. Das ist wieder, ne, ja, das ist ja wieder ein Special-Fall. Dann, ne? Ja. Dann braucht sie ihn auch nicht in eine andere Dimension schicken. Ja, ja. Richtig. Gut, dann kommen wir jetzt zu, wie Storzi vielleicht sagen würde, Captain Marvel gegen Captain Marvel. Captain Marvel gegen Shazam. Ja. Ja gut, die also Carol Danvers, Captain Marvel. Ja, die Marvel, Captain Marvel. was soll man da sagen? Die ist halt, das wäre ein relativ ungleicher Kampf. Ich meine, sie bezieht ihre Kraft aus den Sternen selber. Ja.
Ja, ich denke mal, das wäre auch relativ schnell vorbei, wenn sie das möchte. Hm. Ja, sie ist halt eine der stärksten im Marvel-Universum. Gibt es im Marvel-Universum noch was wirklich Stärkeres als sie? Ja, das ist das Ding. Es gibt immer was Stärkeres. Du hast ja, gut, okay, Marvel, das ist immer, ja. Du hast so ein Galactus, was weiß ich, was die Galactus zum Beispiel. Da, ja. Der wenn, ist, ne? Und wenn es aktuell niemand Stärkeres geben würde, würde es in der Zukunft jemand Stärkeres geben, weil sie braucht ja immer wieder eine Herausforderung in Comics und Filmen. Und, ne? Also, ich fand es total spannend, dass sie gar nicht so extrem stark im Endgame dargestellt wurde. Ja, ich meine, man hätte das ja auch. Ich meine, gut, das hätte man dann sagen können, okay, dann machen wir den Film nach 5 Minuten ja, richtig. Aus. Ja, ne, so, sie kommt, so haut ihm aufs Maul, zack, weg ist er. Ja, schade. Ja. Schade, ja. Hätte ihm gelaufen. Nee. Ja, was macht der Rest? Ja, dann gehen wir jetzt irgendwo einen trinken. Genau. Hätte man machen können, fände ich auch ganz witzig gefunden, haben sie wieder nicht. Ja. Haben sie wieder eine Chance verpasst. Mensch. Wär wieder, das wäre witzig. Da muss ich bei so Gedankenspielen muss ich immer an Final Destiny denken. Final Destination mit der. Final Destination. Meinst du die Version, wo man sich aussuchen konnte, was passiert? Genau. Mhm. Und die DVD-Version, wo man sich am Anfang aussuchen kann, ob sie in den Rollercoaster einsteigen oder nicht. Und wenn man drückt, die steigen halt gar nicht erst ein. Dann ist der Film halt zu Ende und es wird gezeigt, was aus jedem geworden ist. Und das fertig ist danach. Cool, einfach, diese Idee. Das ist fabelhaft, was mir gefeiert hat. Das ist ja wie bei Far Cry. Ja, also ist doch super. Das kannst du nämlich auch nach 5 Minuten durchspielen. Echt? Ach, witzig. Mhm. Ja. Das Ding ist halt. 4 und 5 kannst du nach 5 Minuten durchgespielt haben. Echt? Das ist ja lustig. Witzig. Und nee, also ich denke schon, dass ich meine, Shazam bezieht seine Kraft aus den Göttern quasi. Mhm. Aber sie ist natürlich um einiges stärker. Ja. Und sie also ist, glaube ich, auch konsequenter, oder? Ich glaube, sie zieht die Sachen einfach durch. Sie wird ja sehr, sehr, ich will nicht sagen kalt, aber sehr, sehr, sehr klar dargestellt, immer gezeigt. Sehr berechnend. Also einfach, das ist mein Ziel, das setze ich jetzt durch und fertig. Mhm. So genau. Wirkt sie immer. Es ist halt nicht emotional, sondern komplett berechnend. Genau. Wenn ihr gesagt wird, der Typ stört, der muss weg. Und der ist eine Gefahr, da wird sie sagen, jo, mach ich. Mhm. Ja, aber das ist ja das Ding. So wird sie in den Comics ja auch dargestellt. Sie ist eigentlich jemand, die so mit den anderen gar nichts zu tun haben will. Sie wird furchtbar arrogant dargestellt, beziehungsweise nicht arrogant, aber so ihr ist es egal. Ne? Ja, okay. Ich meine, sie kann Schicksale von Planeten beeinflussen. Aber sie kümmert sich nicht drum. Ja. Also sowas wie Thanos oder so, das hätte sie eigentlich auch gar nicht wirklich interessiert. Ne, weil das ist so, ja, ne, was soll's? Ist nicht meine Sache, was soll ich mich da einmischen? So war eher so ein Gefallen für Dingens halt, ne? Genau. Ging gar nicht so um die Erde, um den Planeten oder den Kampf gegen Thanos. Sondern es war halt so ein Fallen für. So ein bisschen auch so in die Richtung, sie hat gerade nichts anderes zu tun. Ja, ja. Also, Beschäftigung, damit ihr nicht langweilig wird. So ein bisschen. Ja, also, wobei die im Film dann auch die Frage aufkommt: Ja, warum bist du nicht eher gekommen? Oder ja, genau. Was so? Und halt auch die klare Antwort: Ja, ich muss mich um das ganze Universum kümmern und ihr euch halt nur um die Erde. Genau, andere haben keine Avengers. Motto, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. Und das ist ja deshalb. Also, was soll sie die Erde interessieren? Ne? Also, sie hat halt noch ein bisschen mehr zu tun als nur die Erde. Ja, wobei man ja sagen müsste, ich meine, es ist halt ihr Heimatplanet, aber. Naja, auch nicht wirklich. Ne? Ja, sie ist ja selber irgendwo. Ja. Es so ist ja. Oder weniger. Die Hülle. Ja. Ja, der Würz kommt. Die Hülle quasi. Kommt von da. Könnte man ja so eine gewisse emotionale Bindung. Emotionale aber genau das Bindung Emotionale haben. Ist sie ja nicht. Hm? Genau, das Emotionale ist sie ja nicht. Ja, eben, genau. Das ist halt eher so berechnet, Kalkül und. Ja. Also, ja, und Shazam ist natürlich auch noch, hat auch noch ein etwas kindlicheres Gemüt, ne? Er ist halt. Und auch noch dazu. Ich wollte gerade sagen, er ist halt ein Kind, ne? Ja. Er ist halt ein, was soll man sagen, ein 13-, 14-jähriger Junge, der auf einmal an Superkräfte kommt. Ja, ich richtig. Ich habe den Film immer noch nicht angesehen. Ich auch nicht. Ach, das gibt's doch nicht, Freunde. Schande. Ich weiß auch nicht warum. Jedes Mal denke ich wieder, wenn wir sprechen, den muss ich doch mal gucken. Weil... Das gibt's doch nicht. Ja, ich will den unbedingt gucken. Ja. Also der Trailer sieht ja ultra. Der ist wirklich gut. Nein, und ich denke mal einfach, das wäre sein
das wäre halt sein Problem auch. Ja. Ne? Er ist halt sehr kindlich. Und aber wie gesagt, er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Ja, das ist auch der Grund, warum er überhaupt ausgewählt wurde. Mhm. Ja, ist ja bei vielen Superhelden so. Genau. Ne? Aber er ist halt auch sehr kindlich. Ne? Ja, das wird Problem. Auch seine Schwäche dann zumindest im Vergleich sein. Ne? Eigentlich ja, zwingend, aber im Vergleich. Ja, genau. Ich meine, er ist irgendein 13-, 14-jähriger Bub. Also wenn man mal von den menschlichen Personen ausgeht, ne? Mm. Und sie ist halt eine ausgebildete Testpilotin. Also da ist schon rein von den Charakterzügen ist da. Richtig, das ist schon eine ganz andere Geschichte. So. Ganz genau. Dann lasst uns intergalaktisch werden. Wir nehmen den Silver Surfer gegen Green Lantern. Ja, Green Lantern hat natürlich den enormen Vorteil, dass er alles herbeizaubern ist jetzt auch das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Alles herbeizaubern kann, was er sich vorstellt. Wenn jetzt der Silver Surfer nicht unbedingt einen gelben Bleistift dabei hat, wird es schwierig. Das hatten wir schon mal. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Den musste ich bringen, es tut mir sehr leid. Das Ding ist, der Silver Surfer ist alleine und Green Lantern hat ein ganzes Chor hinter sich mit Leuten, die die gleichen Kräfte haben wie er und die teilweise dadurch stärker sind als er. Naja, richtig. Er hat einen verdammten Planeten, der darin hinter ihm stehen kann. Ist der Silver Surfer überhaupt jemand, der so stark in Kämpfe sich einmischt? Ja, Silver Surfer ist ja eigentlich der Herold von Galactus. Ja, genau. Er ist derjenige, der für Galactus die Planeten aussuchen soll, die Galactus dann später frisst. Ja, genau. Und er haut ja dann irgendwann ab, weil er das... Er ist eher ein Kundschafter. Genau, er ist ein Kundschafter. Ja. Er ist natürlich mit unfassbaren Kräften ausgestattet. Aber, das ist eine gute Frage. Ich mag Green Lantern nicht besonders. Jetzt gleich. Ja, liegt aber nur an dem schlechten Film. Was an diesem schlechten Film liegen kann, einfach. Und an sich ist die Geschichte sehr interessant. Also. Aber rein kräftetechnisch sehe ich Green Lantern hier tatsächlich vor. Ja, ist halt viel mehr Bandbreite hinter einfach, ne? Der hat viel mehr, was er mitbringt. Er hat natürlich, aber der Silver Surfer hat natürlich auch seine kosmischen Kräfte, ne, die er von Galactus bekommen hat. Mhm. Der ist nicht wirklich hilflos oder so. Nee, nein, ich will nicht sagen, dass der schwach ist, aber ich meine, Green Lantern, Alter, ich brauche einen riesengroßen Hammer, ich krieg einen riesengroßen Hammer, weißt du? Also aber die sind ja auch nicht unbesiegbar, diese Sachen. Nein, natürlich nicht. Logisch. Natürlich nicht, aber wenn er einen Green Lantern tötet, kommt halt der nächste. Und ja, und das Ding ist, der Silver Surfer ist fast unverletzt, fast nicht zu verletzen. Wie kann man ihn denn verletzen? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt auch gar nicht so weit drin, um das. Das ist auch nämlich genau das Interessante. Wir haben jetzt mal darüber gedacht, was Green Lantern alles für Waffen hat, aber was bringen dir die Waffen, wenn du die Gegenseite nicht verletzen kannst? Das ist wieder das Problem, was wir auch bei. Ja, ja. Ein bisschen, also Superman kann man ja verletzen, hat man ja seine Möglichkeiten. Aber Silver Surfer mit Sicherheit auch irgendwie. Mhm. Ja, aber ist halt, ne, wie gesagt, durch seine kosmischen Kräfte ist er, ja, macht ihn halt auch. Der wird quasi immer von Energie umgeben. Der kann die Energie quasi immer sofort abzapfen, wenn er sie braucht. Lass uns mal ein Spiel spielen. Wir nehmen mal den Silver Surfer noch als Abgesandten von Galactus, der quasi da irgendeinen Green Lantern-Planeten jetzt als nächstes Futter auserkoren hat. Und es kommt zu einem Kampf, aber der Silver Surfer wird bekehrt zu den Green Lantern als neuer Vertreter. Ja, tötet er auch einen von den Green Lantern und ist der nächste Auserwählte. Ja, oder sowas. Also unwahrscheinlich, weil das hat ja auch wieder was mit charakterlichen Zügen, glaube ich, zu tun bei Green Lantern. Ist ja auch so, dass man auserwählt wird in dem Sinne. Ja, aber es ist nicht so, dass du die Kräfte verlierst oder so. Ne? Das ist, wenn du einmal den Ring hast, hast du den Ring. Der Ring haut jetzt nicht einfach wieder ab. Nein. So. Es müsste einer von den Green Lanterns sterben.
damit der Platz frei wird sozusagen und dann wird der neue auserwählt. Oder Galactus genau, dann, tötet dann einen Green Lantern. Dann müsste er das aber auch sein, ne? Von allen Trilliarden ja, also, Lebewesen, also, die es gibt. Ne? Also. Ja, das ist ja dann wieder so ein Ding, gibt es ja gewisse Auswahlkriterien, wobei er ja wahrscheinlich als Verteidiger gut geeignet wäre. Ja, ja, das richtig. Ist vermutlich schon. Aber tut der Ring denn Leute auswählen, die schon Kräfte haben? Ja, macht er auch. Der ah, okay. hat das also es gibt, die Möglichkeit besteht so prinzipiell. Ja, es gibt also es gibt tatsächlich auch so Versionen, wo was weiß ich, so ein Superman als Green Lantern angeworben wird und solche Sachen. Mhm. Es ist schon es ja, ist wenn du dann Silver noch als Green Lantern hast, ja, dann ist vorbei. Ultimativ. Also wen würdet ihr denn jetzt, auf wen würdet ihr jetzt tippen, so im Ersten, wenn ihr sagt, die beiden gegeneinander, also ein Green Lantern. In einem Einzelkampf auf jeden Fall den Silver Surfer. Ich zähle jetzt im ersten Moment auf Green Lantern. Nee, das so stark ist der nicht. Ich glaube, dass der Silver Surfer einfach zu stark für ihn wäre, wenn er sich wirklich ja. voll verteidigt. Gegen das Core oder gegen Teile des Green Lantern Cores wird das anders aussehen, ja. aber gegen einen einzelnen Lantern wird er also, denke ich mal, schon ohne weiteres gewinnen. Denke auch. Okay. Dann lass uns mal wieder zu einer, im Wrestling sagt man Intergender Wrestling. Wonder Woman gegen Thor, die beiden Götter, würde ich mal behaupten, gegeneinander. Ja. Ist Wonder Woman jetzt wirklich. Ja, doch, das ist ja auch so. Sie ist ja. Schon. Sie ist ja schon so quasi göttlichen Ursprungs da auf ihrer. Insel, die keiner findet im Mittelmeer. Ja. Aber ich sehe Thor da vorne. Der ist mehr der Gott. Onkel, du knarzt ein bisschen gerade. Oh. Krieg ich mal hin? Nur, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Ja, Strotzi, was meinst du? Wonder Woman oder Thor? Ich weiß nicht genau. Also ich würde Wonder Woman nicht da so weit wegsehen, weil ich meine, Wonder Woman ist schon fast, geht schon in die Richtung Superman und alles so, was die Kräfte angeht. gut, da könnte ihr Thor vielleicht etwas vor sein, aber leicht wird das auf jeden Fall nicht. Nein, leicht wird es nicht. Ich meine, es sind beides erfahrene Kämpfer. Die sind beide kriegserprobt. Ja. Ich meine, Wonder Woman ist eine Amazone, ein kleines Kriegervolk. Aber rein kräftetechnisch sehe ich halt Thor doch ein Stückchen weiter vorn. Thor hat halt so ein paar Fähigkeiten noch, die ihm halt auch einen Vorteil schaffen. Ne? Thor kann erstmal auch fliegen, was Wonder Woman, glaube ich, nicht kann normalerweise. Die kann gut springen, aber die kann nicht fliegen, oder? Doch. Oder kann die ja, komplett fliegen? Das heißt, ja. so gesehen... Die kann halt springen. Kann sie fliegen? Doch, ich meine, sie kann fliegen. Ah, okay. Ja? Das ist nur in den Filmen nicht mit eingebaut worden, ne? Weil die sonst zu stark wäre wahrscheinlich. Das ist, also ich bin jetzt der Meinung, sie könnte fliegen. Zumindest wird das öfters so dargestellt, dass sie das kann. Ich denke, hätte jetzt eher gedacht, dass sie halt einfach sehr hoch springen kann. Oder ja, das habe ich nämlich auch gedacht. So sah es mal aus. Aber halt doch, kein doch, Fliegen doch, im doch, klassischen doch, Sinne. Doch, ich sehe gerade, ja. doch, sie kann fliegen. Ah, ja. okay, gut. Dann ist das okay. eine Gleichsetzung. Thor kann auf die Blitze zurückgreifen. Ich wollte gerade sagen, er kann halt Blitze werfen, machen und tun. Und halt einfach auf die Natur im Grunde 5 Strichen eingreifen und das nutzen. Ja, die haben beide ihre Waffen, die sie dabei haben. Ne? Thor mit seinem Hammer, je nachdem, welchen er gerade hat. Genau. Wonder Woman einmal mit ihrer, was ist das, mit der Peitsche, was sie da hat? Und einmal Lasso, mit ihrem. Nein, das Lasso der Wahrheit. Lasso, ja, das Lasso, stimmt, Lasso der Wahrheit. Ich hatte gerade irgendwie Indiana Jones im Kopf schon. Ja. Also, sie hatte ja im Endeffekt ihr Lasso der Wahrheit und ihre Armreifen da genau. aus, keine Ahnung, was die sind. Ja, richtig. Und, ich meine, aber wie gesagt, ich bin der ziemlichen Überzeugung, dass sie sogar göttlichen Ursprungs ist. Ich glaube auch, dass da sowas ist, dass die ja, so. Das, auf einem das Level ja, sind. Sie werden ja nicht geboren in dem Sinne, ne, weil es ja ein reines Frauenvolk, da gibt es ja sowieso keine Männer. Wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die ja quasi aus Lehm geformt durch ihre Götter oder dann durch die Götter zum Leben erweckt oder so. So habe ich das verstanden.
Ja, auf jeden Fall sind schon göttliche Ursprungs, habe ich auch so im Kopf. Also, deswegen setze ich die auch ein bisschen gleich. Noch, also hier, die wird sie auch noch als Tochter von Zeus dargestellt. Ja, Ares ist ja auch der Bruder, weil das wird auch gesagt. Ja, ne? Richtig, genau. Ja, dann hast du halt dieses, dann hast du einmal den Sohn Odins und die Tochter von Zeus. Ja, wer sind jetzt stärker, die nordischen Götter oder die griechischen? Dann ist... Ich wär auch knapp bei Thor, weil ich glaube, dass Thor etwas stärker ist. Ich kann es gar nicht so genau beziffern, warum. Ich glaube einfach den Einfluss, dass er wirklich auf Blitze und sowas, also auf Naturgewalt noch zurückgreifen kann, dass ihm das einen kleinen Vorteil bringt. Oder er hat die stärkeren Fähigkeiten. Also, ja, also genau. Wie gesagt, ich sehe da Thor eher vorn. Es wird eng und knapp und wie gesagt, beides auch, also jetzt mal von den Kräften abgesehen, so ausgebildete Kämpfer, ne? Kriegserfahren, Schlachten geschlagen ohne Ende. Mhm. Also ich denke mal, in dem Bereich nehmen die sich einfach nichts. Es wird dann, werden dann die Feinheiten der Kräfte sein, die den Kampf entscheiden. Und da sehe ich Thor ein Stückchen vorn. Ja, nicht weit. Ich glaube, das wird ein ganz böser Kampf, wo beide ziemlich am Ende sind, aber ich sehe ihn auch knapp vorne. Ich sehe den Planeten, wo dieser Kampf stattfindet, in Schutt und Asche liegen auf jeden Fall. Das könnte sein. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja, dann sind wir hier. Storzi, dein Tipp noch, damit ich den nicht übergehe. Auf wen tippst du? Das ist schwierig. Ja, vielleicht knapp Thor, aber also ganz sicher bin ich mir nicht. Na klar. Deswegen auch wirklich knapp, ne? Das ist halt das Ding. Ist definitiv nicht so klar wie die nächste Konstellation. Nee. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Die nächste Konstellation wäre nämlich John Constantine gegen Dr. Strange. Ja, da bin ich ganz klar der Meinung, dass Dr. Strange gewinnt. Weil Dr. Strange hat Kräfte und Konstantin kann mit Dämonen reden. Ja, Moment, Konstantin hat auch in gewisser Form Kräfte. Er hat halt, er kann halt auch Magie nutzen. Aber ich sehe doch, aber ist, er ist, ganz er klar ist, vorn. Ja, er ist halt nicht so dieser Meister der Magie wie Strange. Richtig. Konstantin ist halt eher so der Exorzist als alles andere. Ja, aber er ist tatsächlich auch schon, wie gesagt, hat sich auch schon mit den Großen quasi angelegt. Ja, ne? Also ich sage jetzt mal so, durch sein... Ja, also ich glaube, Konstantin hat jetzt nicht so die magischen Kräfte an sich, sondern das Wissen über Magie und kann halt Magie nutzen schon in dem Sinne. Aber wie soll ich denn das ausdrücken? Ich glaube, ich kann das für dich ausdrücken. Er hat die Kraft nicht selbst, sondern er kann halt, er kennt Zaubersprüche und er kennt die magischen Sprüche, aber er ist jetzt nicht magisch an sich. Ich würde auch sagen, Konstantin kann Magie nutzen und Dr. Strange kann Magie so ein bisschen selber erzeugen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Man sieht das ja immer, also es lässt sich halt schwer beschreiben, was ich meine. Es ist halt so ein Ding, bist du ein Magier mit wirklich magischen Kräften. Bist du ein Harry Potter, sage ich jetzt mal, ne? Der ja Magie in sich hat? Oder bist du halt jemand, der die Zaubersprüche kennt und die Zaubersprüche anwenden kann? Mhm. Genau. Und Konstantin ist halt eher der Anwender als der Magie erzeugt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, das ist halt der ganz klare Vorteil. Also da sehe ich Dr. Strange komplett vorn, definitiv. Ihr seid nur geblendet, weil der ein Cape hat. und sehr cooles Cape. Also, warte mal. Dreckigen Trenchcoat rumläuft. Also als Figur finde ich Konstantin wesentlich cooler. Mhm. Als Figur finde ich Konstantin wesentlich cooler. Aber rein im Zweikampf hat Dr. Strange halt die Nase vorn. Ja, wie gesagt, ich bin Die Figur Konstantin ist wesentlich geiler. Ja, die ist. Konstantin ist halt der dreckigere von den beiden, ne? Mhm. Muss man einfach sagen. Das ist schon der auch mal, glaube ich, zu anderen Mitteln greift, wobei Dr. Strange da doch eher so der saubere Zauberer ist, so wie ich ihn kennengelernt habe. Naja, Konstantin ist halt schon sehr, sehr tief in der dunklen Seite drin, nutzt das aber halt fürs Gute, mehr oder weniger. Naja, genau. Konstantin, der, den siehst du also auch. Mit Dämonen pokern und also klar. Ja, das macht er also tatsächlich. Also. Konstantin sehe ich tatsächlich, also
Das wäre ein geiles Crossover gewesen. Konstantin und Supernatural. Ja, stimmt. Das wäre ein absolut geiles. Das wäre cool, ja. Ich stelle mir gerade Konstantin, den Konstantin aus dem Film, den aus der Serie fand ich jetzt so. Ich habe die Serie immer noch nie geguckt, weil ich die nirgendwo gefunden habe. Kostenlos gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwo auf irgendeinem Portal überhaupt ist. Wenn, dann sowieso nur auf Englisch. Die deutschen Rechte hat sich irgendwann mal ProSieben gesichert, habe ich gelesen, aber gab halt nie eine Ausstrahlung. Ich habe, glaube ich, auch die englische gesehen. Also ich habe die ersten 3 oder 4 Folgen gesehen und die war echt gut, leider auch. Aber der Film Konstantin, mega. Und den zusammen mit Dean Winchester. Ja. Das wäre eine geile Kombi. Aber wir schweifen ab. Obwohl ich den Darsteller aus der Serie besser fand als Keanu Reeves in der Rolle. Weil ich fand, der passte besser in die Konstantin-Rolle, so wie ich mir den vorstelle. Ja. Ich fand den Film schon interessanter. Ja. Der Film war gut. Ich meine nur, die Figur fand ich in der Serie irgendwie besser als den. Ich fand den von Keanu Reeves nicht schlecht, aber ich finde den von der Serie irgendwie noch besser. Weiß auch nicht, warum. Ja, doch. Der bringt auf jeden Fall diesen Konstantin geiler rüber. Er bringt das ein bisschen besser rüber, ja, das stimmt. Ne, er ist halt wirklich dieser. Ich meine, gut, Keanu Reeves, den kann man sich irgendwie so als. Ich finde, der bringt diesen versoffenen Typen halt nicht so gut rüber. Dieses, ja, richtig. Ne, dieses abgefuckte, was der da sonst schafft. Naja. Also der Konstantin-Film war gut, der hat Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Ja, natürlich. Der war super. Also kann man nichts sagen. Ja, was ich gut fand in der Serie, also ich kenne ihn ja jetzt nur aus Legends. Ja, weil, wie gesagt, die ist das nicht, so das ist, glaube ich, sogar der Darsteller aus der Konstantin-Serie, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, genau. Sie haben den, die Serie wurde ja abgesetzt und er wurde dann quasi bei den bei den Legends mit. Ja, und das finde ich cool, dass sie da drin haben. Also er wurde ja auch bei den Legends eingeführt und dann hat er ja seine Staffel da gekriegt, aber die hat sich halt nicht durchgesetzt und jetzt ist er quasi festes Bestandteil von den Legends. Ja, was ich sehr cool in der Umsetzung finde, er ist halt auch in der Serie so mega offen und auch Männlein, Weiblein eigentlich egal, Hauptsache wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Ist das Comic-mäßig? Also, der ist halt total cool umgesetzt. So. Ist der im Comic auch so Storzi, dass der so flexibel ist? Das weiß ich jetzt gar nicht. Storzi, bist du noch da? Bist du noch mit mir? Konstantin. Hallo? Hört ihr mich noch? Ja, jetzt ja. Jetzt höre ich wieder, ja. Jetzt höre ich wieder. Was ist denn los? Da bist du wieder, alles gut. Ihr wollt mich einfach nicht hören. Doch, jetzt hören wir dich, alles gut. Wir hören dich. Also, es ging jetzt um Konstantin, ne? Ja, der, genau. Ja. Ist der im Comic auch Bi? Ich glaube ja. Ah, okay. Ich finde das gut, dass das in der Sache das auch gut, rausgespiegelt wird. Ich finde auch gut, wenn man sowas einfach mal mit reinnimmt, dass es nicht immer stereotypisch das Gleiche ist. Ja. Und es gehört deshalb, ja auch zu Gesellschaft. Der will halt so seinen Spaß haben. So, wenn gut, er so die dunklen Geschäfte schon macht, dann ist ihm hinten raus auch egal, wie er seinen Spaß hat. Hauptsache so. Weißt? Ja, ja, aber da hast du ja in den DC-Comics hast du da auch mehrere. Ne? Da hast du so eine Harley Quinn, die halt auch irgendwann mal eine Beziehung... Da ist er wieder weg. Ja, da war er gerade wieder kurz weg. Ist weg. Harley Quinn eine Beziehung mit. Die Frage ist doch womit. Das hören wir gleich noch. Aber ich weiß, Harley Quinn hat auch beide. Der war doch auch, das hatten wir doch schon mal. Poison Ivy hat und alles. Ja, genau, Poison Ivy. Du warst gerade schon wieder weg, kurz, ja. Oh, jetzt wieder da. Ich weiß nicht, was hier los ist. Alles gut. Was ist hier los? Du hast gerade noch gemeint, dass Harley Quinn was mit und das wolltest du uns dann nicht mehr verraten. Nein, dass sie mal eine Beziehung mit Poison Ivy zum Beispiel hatte. Okay. Ne, solche Sachen halt. Ja, stimmt. Finde ich gut, dass sich das halt mittlerweile auch da durchsetzt und nicht mehr so eingeschleift. Mhm. Ja, das ist auch gut, dass man das ein bisschen... sehr, sehr schön, das war, was war ja am... Jetzt habe ich den nächsten... Warte mal, was ist denn? Hallo? Bin ich jetzt alleine? Ah, warte, mein... So, jetzt müsst ihr nochmal wiederholen. Jetzt ist gerade mein Sound ausgegangen. Jetzt habe ich euch wieder. Warte kurz. So, jetzt dürft ihr das nochmal sagen, was du gerade gesagt hast, Onkel. Technische Probleme. Ja, irgendwie schon. Ich wollte nochmal, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass das gut ist, Comics halt Zeitgeschehen aufgreifen und auch moralische Werte, die sich ja über die Jahrzehnte verändern, sich damit mitentwickeln. Wobei, das
Das ist falsch. Moralische Werte ist ja, die bleiben ja mehr oder weniger gleich, aber das. Ja, aber es passt sich dem Zeitgeist an. Es passt sich dem Zeitgeist genau. einfach. Ne? Es ist halt nicht mehr schlimm, sexuell zu sein oder hetero oder schlimm genug, dass es so lange schlimm war. Ja, natürlich, aber es ist halt gut, dass das dann halt immer mehr Einfluss auch in die Comics nimmt. Ja, weil, richtig. Stell dir mal vor, die Comics wären immer noch so straight und ja, homophob und was weiß ich nie. Was soll denn die Jugend dann daraus lernen? Nein, vor allem, es würde halt auch niemanden widerspiegeln. Ich meine, Superhelden sind ja irgendwo auch schon dafür da, dass man sich so ein bisschen so in diesen Helden da widerspiegelt oder wiederfinden kann und den toll finden kann. Ja, und halt auch, in den klassischen Superhelden, dass sie halt auch moralische Werte vermitteln. Ja, nur... Wo man sich dran orientieren kann. Die klassischen Helden. Ne? Die Anti-Helden sind natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ich wollte gerade sagen, also man sollte sich besser nicht daran halten, wie so ein Batman oder so agiert. Naja, ich meine jetzt halt so diese klassischen Helden, so Superman, diese moralischen Vorbilder, Captain America und... Ne? Ja, richtig, so Superman. Diese astreinen Superhelden, sage ich jetzt mal. Wobei Captain America ja, wie gesagt, sich dann ja auch irgendwann weiterentwickelt hat. Ich meine, er ist jetzt noch kein Anti-Held oder irgendwas, aber ist aber auch wieder sowas. So ein Denkanstoß, so wenn er dazulernen kann, nicht alles hinzunehmen, sondern selbst drüber nachzudenken, dann kann das halt auch jeder andere. Ne? Das sind ja auch wieder so Werte, die vermittelt werden. Ja, richtig. Jeder kann sich immer ändern. Ja, eine Frage ist hier, und zwar in Superman Red hat Red Sun, hat Wonder Woman ihr Lasso zerstört und ist dadurch gealtert. Kommt die Jugend vom Lasso, Sturz? Weißt du dazu was? Oh Gott, das weiß ich auch nicht. Aber ich hab Red Sun auch gesehen. Der ist übrigens großartig. Habe ich euch vorhin erzählt, ne? Ich weiß gar nicht, ob du den auch gesehen hast. Das ist, wo Superman nicht in den USA abstürzt. Also das als Baby nicht in den USA, sondern in der Sowjetunion. Ach ja, doch, hattest du mal. Ah, schon, wir haben das letzte Mal drüber geredet. So eine Alternativgeschichte. So, ja, genau, eine von diesen Alternativgeschichten. Ja, gut, dann wäre dann wieder die Frage, wie Wonder Woman in der Alternativgeschichte ist. Weil, wenn ich jetzt so an Wonder Woman denke, ich meine, sie kriegt ja ihre Kräfte nicht durch das Lasso oder sie kriegt ja ihren Schutz. Oder sie kriegt ja ihre Kräfte nicht durch das Lasso oder durch die Armbänder, sondern die hat die Kräfte ja. Warum sollte sie auf einmal anfangen mit sie hat das Lasso ja auch nicht seit ihrer Geburt. Ja, richtig. Weißt du, warum sollte sie auf einmal anfangen mit Altern, nur weil sie das Lasso nicht mehr hat? Ja gut, es ist halt eine Alternativgeschichte, ne? Ja, es ist, eben, deswegen könnte man das jetzt nicht verallgemeinern in dem Sinne. Sondern es ist halt in dieser Alternativgeschichte so. Das heißt ja nicht, dass es in der normalen Geschichte auch so wäre. Ich meine, Batman ist in der Geschichte auch komplett anders. Also, Da darfst du nicht unbedingt nachgehen. Also Batman ist da ein kleiner Bauernjunge und ein Attentäter, sag ich mal. Ne? Also von daher ist bei Batman ja eigentlich gar nicht so abwegig, dass er ein Attentäter wird. Also hätte ja auch in der normalen Dingens passieren können, weil im Endeffekt ist er ja auch. Das ist wieder das Thema mit dem. Was ist denn los hier? Warum schaltet denn mein Sound hätte? Wäre ja auch einfach ein Auftragskiller. Ja, das stimmt. Aber lustig. Er hat sich halt mental dagegen entschieden, so, ne? Und in der Alternativgeschichte halt nicht wahrscheinlich. Sehr lustig, aber mein Stream Deck spinnt. Alternativsachen, ich glaube, das darf man halt einfach nicht auf die normalen Comics oder auf die normalen Filme. Nein. Das stimmt. Ich meine, gerade bei den DC, bei den Comic-Verfilmungen gibt's also massig, Alternativgeschichten. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Gods and Men zum Beispiel ist so eine Alternativgeschichte, wo Superman nicht der Sohn von Jor-El ist, sondern der Sohn von General Zod und auf die Erde kommt und auch nicht von amerikanischen Bauern aufgezogen wird, sondern als Sohn mexikanischer Einwanderer aufwächst. Und es ist... Ich stelle mir gerade Superman mit dem Schnurrbart vor. Ja, genau so sieht er aus. Entschuldigung. Naja, alles gut. Das ist mega, aber das ist richtig gut. Das ist richtig, also
Das ist eine mega geile Geschichte. Eine witzige Vorstellung. Wie gesagt, ich kann euch die immer nur empfehlen, euch die mal anzugucken. Ja, schick mal wieder in die Gruppe. Ich habe ja zuletzt schon. Mach das. Ich habe ja zuletzt schon die eine Empfehlung geguckt mit Arkham Asylum, also quasi die Suicide den Squad. Den eigentlichen Suicide Squad. Genau, der war richtig gut, muss ich sagen. Der ist geil, ne? Der hat mir Spaß gemacht. Wo du sagst so, okay, die Story ist so ziemlich ähnlich, aber für eine Comic-Verfilmung echt schon so, Ja, jetzt kommt gerade die Sache mit Superman und dem Schnurrbart. Ja, das hatten sie ja bei Justice League, wo jetzt der Zack Snyder Cut kommt, wo die das Problem hatten, dass dem ja schon der Schnurrus dafür, was war das? Mission Impossible, ne? Ja, genau. Der Mission Impossible hat ja schon seinen Schnurrus, den mussten sie dann digital wegretuschieren. Das war ein bisschen blöd. Ich bin ja auf den Snyder Cut gespannt von ich Justice auch. League. Wann soll er denn kommen? Gibt es da schon einen Termin? Ja, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Aber jeder sagt, das wird ein komplett anderer Film. Und wie gesagt, der hat vom Studio ja wohl noch 30 Millionen Euro bekommen, dass er den noch fertig machen kann. 2021 erst soll er kommen. Ja, also das wird, da bin ich schon echt... Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ja, spannend. Zack Snyder, weißt du, um welchen Film ging es da nochmal? Wir haben da letztens schon... Justice League. Ah, ja, da bin ich gespannt. Weil ja, war auch. Ich fand jetzt Justice League so, wie er war, nicht so prall. Nee. Ja, deshalb warten wir auf die neue Version. No. Da ist richtig Kohle in die Hand genommen worden. Da war haben sie 30 gesagt, Millionen so, oder was? Wir drehen Sachen nach, beziehungsweise machen Sachen fertig, die abgedreht waren, aber nie genutzt wurden. Ich glaube, vieles in den Special Effects wird neu gemacht. Also, wenn das so wird, wie ich das erwarte, wird das quasi ein fast neuer Film. Ja. Also, 30 Millionen haben sie nochmal reingehauen. Ja. Muss man überlegen, Überarbeitung eines Films. Fertigen Film. Krass. Ja. Also, ich meine, muss er ja auch dementsprechend gut werden. Die müssen ja das dementsprechende Vertrauen darin haben, dass der das Geld ja auch wieder reinbringt. Ich glaube, die haben einen ganz anderen Gedanken. Die wollen den Film nutzen, um das DC Universe weiter aufzubauen. Die wollen ihn quasi als Anker nehmen für weitere Solo-Filme. Dass sie eine neue Grundlage schaffen. Ja, ja, aber es wurde ja gesagt, ich meine, dieser Henry Cavill, der hat ja zum Beispiel gesagt, also den Film, den die gedreht haben, das war ein anderer, als der im Kino kam, so nach dem Motto. Hat der Cyborg-Darsteller auch gesagt, ne? Also das hatte ja teilweise nichts mehr mit dem zu tun, was die da wirklich gedreht haben. Die deshalb sagten die, es passt da halt alles nicht. Und das ist ja auch das Problem des Films. Der ist teilweise zu langatmig, zu sehr konfus. Also ja, das ist alles sehr unstimmig. Hätte man besser machen können. Ja, richtig. Ja, das kann natürlich sein, dass sie einfach Grundlage für weitere Filme schaffen wollen, damit nochmal. Aber trotzdem muss man ja sagen, ich meine, wenn man da 30 Millionen reinpumpt, erwartet man ja, dass man wenigstens 60 wieder reinholt. Ja, klar. Das heißt, sie müssen ja erstmal in das Konzept ein gewisses Vertrauen haben, zu sagen, ey, wir pumpen da nochmal 30 Fall. Millionen rein. Und ich glaube, das ist bei einem Film, der eigentlich schon fertig war, schwieriger als bei einem komplett neuen Film, dieses Vertrauen aufzubauen. Er war ja auch kein kompletter Fehlschlag. Es ist ja nicht so, dass der gefloppt wäre oder so. Der hat ja schon Geld eingebracht. Nee, nur eben. Halt deswegen, nicht, also deswegen ist ja die Entscheidung zu sagen, wir stecken da nochmal 30 Millionen rein. Da musst du schon in das neue Konzept richtig Vertrauen haben. Naja, eben. Aber ich glaube, den schmeißt die doch auch wieder ins Kino, oder? Ja, stimmt. Ich hoffe es, ehrlich. So einer der Nach-Corona-Filme, einer der ersten vielleicht? Dass die damit starten? Möglich. Und die Leute ziehen wollen. Wäre ein Ding, wofür ich gehen würde, wenn da mal Ruhe eingekehrt ist. Wobei, ich weiß nicht genau, ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass der für HBO gemacht wird. Ach echt? Okay. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hat HBO nicht sowieso DC relativ stark mittlerweile bei sich abgebildet? Ja, ich glaube ja. Ob die wollen, und es gibt ja auch dieses DC Universe, wie das heißt, oder soll noch oder ist das von HBO? Serien laufen doch auch auf. Auch alle auf HBO, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Gibt es nicht diese Eigenproduktionen von irgendeinem Dienst? Nee, das sind HBO-Serien. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, es läuft sehr viel auf HBO und die ist halt mal wieder die Theorie, dass die sich mit dem DC-Universe, dass das zusammengeschlossen wird quasi. Die haben ja auch so einen Streaming-Dienst, dass man das zusammenpackt. Ja, zumal diese Kinofilme an sich ja sowieso, da gibt es ja eh schon mächtig Streitereien mit den ganzen Verleihern und so. Ja.
es entwickelt sich halt generell eh alles zu den Streaming-Diensten. Ja, klar. Ja, wir werden auch, das wird einfach passieren, wenn es so weitergeht, ein ganz großes Kinosterben haben und dann sehen, wie es weitergeht. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. In meinen Augen hat das Kinosterben eh schon vor 10 Jahren angefangen, weil die Preise immer um Essen. Ja. Wir reden ja immer wieder drüber, aber es kann sich ja fast nicht mehr leisten. Ja, Kino wird halt elitärer wieder, ne? Als es früher war. Es war, sag ich mal, bis so Anfang, sagen wir mal, bis Mitte der 90er war ja schon mal sowas. Dann wurden die, waren die ganzen Kinos auf einmal platt und bla bla bla. So, und dann fing das mit diesen Multiplex-Kinos. Ja, genau. So, und dann war das auf einmal ein Erlebnis, wieder ins Kino zu gehen. Da bist du ins Kino gegangen, da hattest du 10 Säle, da hast du in den Kinos, bist du essen gegangen, kannst du bowlen, wie ist das, cool. Jenes. Ja. Das war halt super, das hat sich über Jahre gehalten und dann, was du sagst, Onkel, und dann wurde es einfach nur noch unfassbar teuer. Ja. Das ist halt auch so, das Problem an der Sache ist, es ist halt auch ein verdammter Teufelskreis, weil umso weniger Leute ins Kino gehen, umso höher müssen halt die Preise steigen, um das Ganze am Leben zu halten. Ne? Ja, klar. Das ist halt wieder so ein. Oder muss die Leute halt wieder animieren, da hinzukommen. Ne? Und die Filme, die Verleiher, die werden halt auch nicht günstiger. Ja. Die wollen halt auch immer mehr vom Kuchen. Ja, weil die Filme auch immer teurer werden, müssen die natürlich auch das Geld wieder reinbringen. Da verkauft die halt entsprechend teuer. Ne? Das ist halt alles so, ne? Fuchs. So, Marvel führt 8-5 nach den Einzel-Gegenüberstellungen. Yay. Einmal Zwischenstand. Dann lass uns mal die Gruppen gegeneinander stellen. Lass uns doch mal sehen, wer sich bei Avengers gegen die Justice League durchsetzt. Das heißt, Avengers bestehen hier aus der ersten Avengers-Gruppe, ne? Captain America, Thor, Iron Man, Hawkeye, Black Widow und Hulk. Und das Ganze geht gegen Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman und Cyborg. 6-6. Wer meint, ihr würdet da besser rauskommen? So, im Gruppenkampf ist es, glaube ich, echt schwierig. Mhm. Ne, wenn man die so einzeln gegenüberstellt, eine gewisse Paarung hat, kann man sagen, okay, das sind die Stärken von dem, das sind die Schwächen von dem. Im Gruppenkampf gleicht sich das, glaube ich, alles sehr stark aus, weil dann halt auch so Dinge sind wie, ach Mensch, Captain America kommt gerade gegen Superman nicht an, dann tauscht er halt durch mit, keine Ahnung, und kämpft gegen jemand anders. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Stolz, was denkst du? Ja, ich sag mal so, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal so, ne, ich meine, wir haben Superhelden mit Kräften auf beiden Seiten. Mhm. Ja, wir haben Superhelden ohne Kräfte, wir haben Superhelden mit Kräfte. Wobei bei der Justice League, glaube ich, der einzige ohne Kräfte Cyborg, also ohne Kräfte in Anführungsstrichen. Ja. Batman. Derjenige ohne Kräfte. Ja, Batman hat ist ohne Kräfte, genau. Ja, das stimmt. Bei den Avengers. Hawkeye und Iron Man. Hawkeye, Iron Man. Iron Man, wobei. Black Widow könnte man jetzt auch wieder Iron Man und Cyborg, aber da ist Iron Man wieder halt vorne so, wenn man das so in dem Fall. Aber du hast ja noch immer Batman, ne? Also Iron Man hat ja quasi 2 Gegner dann auf seiner Ebene sozusagen. Ja, stimmt. Ja. Aber ich denke fast rein, dass die Justice League ein bisschen vorn liegt, minimal durch Superman und Flash. Mhm. Ich glaube, die machen da einen großen Unterschied mit, ich meine, Flash ist halt einfach durch die Geschwindigkeit, kann das theoretisch mit jedem von den Avengers aufnehmen, außer vielleicht Thor, der kann da vielleicht noch ein bisschen gegenhalten. Wobei, rein geschwindigkeitstechnisch auch nicht, weil Thor ist ja jetzt nicht schnell oder so. Naja, richtig. Superman gegen Iron Man brauchen wir nicht drüber reden. Da ist halt wieder der Gegner dann Black Widow, wo man ja vorhin schon länger drüber diskutiert. Nee, Black Widow nicht, das war Scarlet Witch, ne? Stimmt, Scarlet Witch ist nicht dabei. Ist ja nicht mit dabei, die gehört ja zum B-Team. Ja, siehst du? Also ich sehe die Justice League hier leicht vorn durch Flash und Superman. Mhm. Da können die Avengers nur wenig gegensetzen. Trotzdem, ich meine, siehst du das? Ja, die Avengers, die haben im Hintergrund die ganze Stark-Technologie, die haben
die sind unterstützt von S.H.I.E.L.D. in dem Sinne, wo es das noch gab. Bei der Justice League werden sie von Star Labs und der Kohle von Bruce Wayne unterstützt. Was das angeht, also ich würde die fast, ja, ich würde die schon auf ähnlicher Stufe sehen, auf jeden Fall. Ja, leichtes Spiel wird keins von beiden Teams haben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, allein durch Flash haben die, haben die Justice League einfach so einen enormen Vorteil. Ja, die haben die größere Bandbreite. Ja. Genau. Und dann halt mit Superman. Die haben eine große Brandbreite. Genau, ja. Das auf jeden Fall. Und die haben halt also mehr Übermenschliche. Am Ende wird vielleicht bloß noch von allen 12 nur noch einer stehen oder so, aber und das auch nur so halbherzig. Aber ich tippe eher auf die Justice League. Also so, wobei es mir wehtut, weil ich eher so der Marvel, aber Justice League. Ist doch nicht schlimm. Ja. Mach. Nein, komm auf die dunkle Seite, wir haben Kekse. Mir geht's aber ähnlich wie dir, Onkel. Ich glaube echt, Flash und Superman machen ja einfach den Unterschied. Ja, das kann gut sein. Mir geht's ähnlich. Ich bin auch eigentlich auch mehr doch, Marvel, aber ich bin auch bei der Justice League hier. Aquaman, naja, wenn wir nicht gerade im Wasser kämpfen, fällt Aquaman eigentlich auch schon wieder fast raus. Obwohl, Aquaman, Captain America hatten wir vorhin, ne? Naja, wie gesagt, ich sehe den nicht so als so schwach an. Nee, ich auch nicht. Aber gut, das ist... Also ich sehe seine Stärken halt im Wasser. Saufen. An Land ist es halt ein starker Mann. So, weißt du? Ja, schon mehr als stark. Aber ja, in der Wüste ist er eher nicht zu gebrauchen. Da gebe ich dir recht. Also Aquaman ist halt so ein Ding, da kommt es halt drauf an, wo der Kampf stattfindet, sage ich jetzt mal. Ne? Aber jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass die anderen nicht so auf Wasser stehen, zumindest nicht so wie Aquaman, wird der Kampf halt wahrscheinlich eher weniger am Ozean stattfinden. Unwahrscheinlich. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die im Marvel-Universum noch Namor einbinden. Ja, das ist so quasi das Pendant zu... Aber das muss nicht sein, oder? Ja. Aber das, also angeteasert wurde im letzten Avengers-Film, im Endgame. Mhm. Ich hoffe, den Teaser verpasst? Das bleibt auch so. Oder beziehungsweise das wird dann wahrscheinlich in einem neuen Black Panther Film irgendwie mit eingebaut werden. Ah, okay. Es wurde ja da, wie gesagt, da schon angeteasert. Mhm. Ja. Als die da dieses Gruppengespräch haben und Black Widow fragt hier, was ist mit diesem Beben im Meer? Ach ja, stimmt, und, das war das. Die eine von den von der Wakanda-Armee, da sagt so, nee, die Sachen unter Meer. Die behandeln wir nicht, da machen wir nichts. Mhm. Das ging also schon in diese Richtung. Namor und alles, was damit zusammenhängt. Ja, das wäre natürlich auch cool. Stimmt. Ja, also ich sehe da die Justice League dann ticken vorn. Ich bin auch knapp bei der Justice League. Ich glaube auch, wie du sagst, Flash, Superman. Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal so, wegen Flash kriegen die Avengers vielleicht noch was hin. Irgendwas Technisches von Iron Man, also von Tony Stark oder irgendwas. Ja, die machen Kleber auf der Straße. Die kriegen da bestimmt noch irgendwie was hin. Oder Thor zieht ihm einfach seinen Blitz ab. Aber sie haben nichts, um Superman in den Griff zu kriegen. Ich glaube auch, dass Superman hier das Zünglein an der Waage sein könnte. Das ist es halt. Und dann müssen sie sich um Superman und Flash kümmern. Ja. Und ein Thor und ein Hulk gegen den Superman, ja gut, das wird so ein Endloskampf halt, ne? Ja, genau. Ich meine, die können den vielleicht so ein bisschen aus dem Spiel nehmen, aber dann brauchst du auch schon wieder zwei. Weißt du? Ja, richtig. Der fehlt ja wieder woanders irgendwie. Hast du mir den aber sie können ihn halt nicht kampfunfähig machen. Du brauchst Kryptonit und du musst einen dunklen Raum haben. Ja dann, gut. Dann, aber... dann hast du schon eine Chance. Ja, natürlich, ne? Das sind halt wieder so klar, wenn du Kryptonit hast, hast du Kryptonit, dann ist Superman unbrauchbar. Natürlich unter dem Aspekt, wie die ersten Filme laufen, ne? Haben wir ja auch schon öfter besprochen. Dass das mit Iron Man im Prinzip alles stehen und fallen hätte können. Aber sie haben halt von Anfang an, schon bevor Iron Man rauskam, den Plan gehabt, wenn das Ding ankommt, kommt der Film 2 Jahre später, dann kommt der Film.
Phase 1 abgeschlossen. Also sie haben halt von vornherein geplant, viel strukturierter, was wollen wir tun. DC ist so ein bisschen die Sache, wir machen mal den Film und wenn es läuft, der kam gut an, dann machen wir jetzt mal den Film noch. Da war so gar keine Struktur drin. Es hat nicht aufeinander aufgebaut. Ja, ist richtig. Und das ist das Problem, was sie jetzt haben. Es ist für DC jetzt unheimlich schwierig, da noch eine Struktur reinzubringen. Ja, das stimmt und, schon. Also die, da gebe ich dir komplett recht. Ich finde auch die Filme von Marvel wesentlich impulsant. Ja, Marvel hat aber auch alles auf eine Karte gesetzt. Wenn Iron Man gefloppt wäre, wäre Marvel wahrscheinlich heute pleite, weil die so lange Verträge geschlossen haben, dass sie damit nicht mehr weitergekommen wären. Ne? Aber da ist halt das Ding, die sind halt das Risiko eingegangen und wurden dafür belohnt. Ja, richtig. Gut, dann hätte Disney die noch günstiger kaufen können, aber. Ja. Ja, das ist stimmt. halt. Und DC ist halt so gar kein Risiko eingegangen und hat so halbherzige Filme rausgebracht, die zwar durchaus auch erfolgreich waren, aber an so einen Marvel-Film halt bei Weitem nicht rankommen. Ja, wobei jetzt Wonder Woman und Aquaman. Die waren wirklich gut. Die waren gut, aber das zähle ich jetzt auch so zu den späteren Filmen. Ja, stimmt. Also, da haben sie schon von Marvel gelernt, in Anführungsstrichen. Na? Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es gut, dass das DC sagt, so, wir ziehen das trotzdem durch, wir machen das weiter. Mhm. Ne? Ja, es kommt ein neuer, es kommt ja jetzt bald der neue Wonder Woman-Film raus. Es soll noch ein Aquaman folgen. Klar, ne, das war ein Erfolg. Da wäre es ja schön blöd, wenn du sagen würdest, machen wir nicht. Ja, richtig. Der Flash-Film soll trotzdem kommen. Habe ich jetzt auch gehört, ne? Die haben den wohl doch weiter auf. Die sagen, wir ziehen das durch. Und das ist irgendwo, wo ich dann sage, ja gut, die scheinen dann doch zu sagen, ey, das geben wir nicht einfach auf. Das war. Und da muss ich dann echt sagen, wie sehr wurde der Justice League verhunzt, dass die sagen, ey, eigentlich ist das gut. Und ich weiß nicht, wer das da entschieden hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so im Nachhinein doch da einige Köpfe gerollt sind, weil wenn ich sehe, was die jetzt da reinstecken in dieses Projekt, dass die sagen, für einen fertigen Film, wir hauen nochmal 30 Millionen Dollar raus, um einen fertigen Film nochmal neu zu schneiden, neu nachzudrehen. Ja, stimmt. Neue Special Effects, dies, das, jenes. Alles das, was nicht gemacht wurde vorher. Ja. Da muss ich sagen, es ist irgendwie merkwürdig und da kann irgendwie was nur furchtbar schief gelaufen sein, dass die jetzt sagen, nee, wir ziehen das weiter, wir ziehen das durch. Das war nicht so schlecht, wie es dargestellt war. Richtig, ja. Aber dafür sind sie im Serienbereich richtig gut. Und das wäre dann die Frage, MCU, DCU bei Serien? Das ist, glaube ich, DC ziemlich weit vorne, oder? Also bei den Serien sehe ich DC definitiv vorne. Es ist das, was ich früher immer gesagt habe. Filme kann Marvel, Serien kann DC. Wobei man sagen muss, dass Marvel bei den Serien enorm aufgeholt hat. Ja. Aber das Problem halt jetzt wahrscheinlich dann eben mit Disney, diese ganzen Eigenproduktionen, die mit Netflix in Zusammenhang entstanden sind, halt alle abgesetzt wurden. Ja, und alles andere kommt halt erst noch, was Marvel da produziert. Ja. Ne? Naja, das. Und was ich aber dann wieder an der Struktur wesentlich besser finde, Marvel hat seine Filme und die Serien miteinander verknüpft. Mhm. Das heißt, die Serien füllen Lücken von den Filmen. Das gibt ein viel, viel besseres Zusammenspiel, wo mir da Marvel halt viel, viel besser gefällt. Und DC, die Serien sind genial. Ich gucke die DC-Serien Arrow, Flash, Legends und Supergirl ultra gern. Sogar die Batwoman-Serie hat mir richtig gefallen. Mhm. Ich finde es schade, dass die Schauspielerin nicht mehr dabei ist in der zweiten Staffel. Ja, das ist wirklich schade. Weil die hat mir echt gut gefallen in der Rolle. Ja, die Schauspielerin hat auch irgendwas, so ein bisschen rebellisch und alles, das passt eigentlich richtig gut da rein, ne? Genau. In der ganzen Art. Aber DC-Filme und DC-Serien sind komplett voneinander ab. Und das gefällt mir gar nicht. Ja, ja, stimmt. Das gefällt mir gar nicht. Aber das ist halt natürlich meine persönliche Geschmackssache. Ich hätte es halt so mega gefeiert, wenn der Serienflash im Film aufgeteilt wäre und nicht ein komplett neuer Flash. Mhm. Und, ja, stimmt. Also einfach diese Marvel kriegt es halt einfach hin, alles miteinander zu verknüpfen. Wenn du irgendwas guckst bei Marvel,
musst du im Prinzip alles andere auch gucken. Mhm. Um wirklich alles zu verstehen. Du kannst das alles unabhängig voneinander gucken, aber du hast dann immer gewisse Lücken. Ja, stimmt. Was bei DC, gut, bei DC, ja klar, wenn du Arrow guckst, musst du Flash gucken, wenn du Flash guckst, musst du Legends gucken, musst du Supergirl gucken und dann brauchst du wiederum noch die Legends, um das alles irgendwie unter einem Hut zu kriegen. Also bei den Serien kriegen sie das gut hin mit DC. Mhm. Aber das Gesamtpaket ist bei Marvel wesentlich besser. Mhm. Aber jetzt rein auf Serien gesehen, sage ich, DC ist vorn. Vielleicht macht DC da ja auch noch was, wenn sie jetzt so einen Neustart machen. Ich tippe ja auf einen Neustart, dass die das mit dem Justice League machen, dass sie da vielleicht auch nochmal so Verknüpfungen aufbauen. Kann ja durchaus sein. Ja. Es wäre schön. Ich finde, also, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, es gibt eigentlich so immer Lager Marvel, DC. Ich mag aus beiden Bereichen, finde ich, Sachen richtig gut. Ich mag bei Marvel, ich mag Thor sehr gerne, ich mag Doctor Strange sehr gerne. Das sind so Figuren, die ich toll finde. Ja. Und bei DC hingegen sind es dann Leute wie ein Batman, den ich großartig finde. Sind es Wonder Woman, die ich klasse finde. Sind es ein Konstantin auch, den ich super finde. Und ich freue mich, wenn beide Welten weiter ausgebaut werden und wir dann noch viel mehr von zu sehen kriegen. Das auf jeden Fall. Und ich meine, sie stacheln sich ja auch gegenseitig hoch. Das ist ja das Schöne bei Marvel und DC. Das sind nun mal die zwei Größen in dem Bereich. Ob das jetzt Comics sind oder die Verfilmungen oder die Serie, das sind halt die direkten Konkurrenten. Und wenn der eine was gut macht, versucht der andere natürlich zumindest gleichzuziehen und das hebt natürlich die Qualität von beiden Sachen. Ja. Da braucht man ja nicht drüber reden. Das ist schon, und ich habe natürlich auch auf beiden Seiten meine Lieblinge, auch wenn ich eher der Marvel-Fan bin. Also ich habe gar keine Präferenzen, was das angeht. DC muss nachlegen. Überhaupt. Ja, meine Präferenzen beziehen sich halt eher auf Filme und Serien. Nein, ich meine so Charaktere. Da habe ich überhaupt gar keine Präferenzen. Nein, überhaupt nicht. Du sowieso nicht. Kann man auch nirgendwo rauslesen. Also. Aber ich muss sagen, wenn ich überlege, meine liebsten Helden bei Marvel DC, so aus der Kindheit noch, da war es bei Marvel immer Thor und bei DC immer Batman. Und ich hatte sogar als Kind ein Batman im Kostüm. Oh. Es war, also bei mir tatsächlich war es auch immer schon Batman. Und auf der Marvel-Seite war es eigentlich immer Spider-Man. Ja, so interessant. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es auch eher Spider-Man. Also ich war immer Spider-Man-Fan. Iron Man, Thor, das habe ich so am Rande mitbekommen, wahrgenommen. Und Iron Man fand ich ganz cool, aber... Also Spider-Man hat mir immer besser gefallen damals. Bei mir war es auch eher Spider-Man, auch durch die ganzen Trickfilme und so, die man als Kind im Fernsehen guckt. Ich habe Spider-Man erst total spät entdeckt. Ich habe den gar nicht so früh gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe immer Spider-Man-Trickfilme und so geguckt. Das war für mich so eher die Präsente, also von den anderen Marvel. Iron Man gab es auch einen Trickfilm, meine ich, aber das hat man nicht so geguckt. Doch, also ich zumindest nicht so. Das war übrigens eine klasse Serie. Ich hab halt eher Spider-Man geguckt. Ich kenne von früher, von Comics-Serien eigentlich nur die X-Men, die habe ich geguckt, das weiß ich noch. Ja, die X-Men. Ja, genau, X-Men, ja natürlich auch. Natürlich. Genau, das lief ja auch. Und bei DC, ja, Batman muss ich zum Beispiel sagen, mit Batman bin ich erst richtig durch die Dark Knight-Filme warm geworden. Das hat mich vorher so gar nicht interessiert. Also für mich war das natürlich, hast du zum einen als Kind habe ich die 60er Jahre Filme und Serie da gesehen. Die liefen, glaube ich, damals auf Sat.1 oder so in den 80er Jahren. Liefen sogar mal um ZDF irgendwann. Die Filme sind in diesem Wunschprogramm. Das ja, weiß ja, ich genau. Genau. Und und dann kamen kam irgendwann. Die Batman-Serie, die Animated-Serie, und die hat mich umgehauen. Das war halt ein mega geiler Zeichenstil, dieses Düstere, dieses Gotham, wie das gezeigt wurde. Und das war einfach großartig. Und die ist heute noch super beliebt, ne? Und das ist ja auch die Serie, wo quasi Harley Quinn für erschaffen wurde. Mhm. Ja, das ist ja so die einzige. Ich überlege gerade, doch, das müsste sogar die einzige sein, die es aus einer Comic-Serie in die normalen Comics und dann später in die Filme geschafft hat. Also sie ist damals nur halt als Sidekick von Joker platziert worden, aber die ist
die ist so durchgestartet, die Fans haben gesagt so, boah, super, Charakter Harley Quinn fanden alle super und dann haben sie den so langsam aufgebaut. Von diesem quietschbunten Sidekick zu einer, ja, zu einer ernstzunehmenden Gegnerin und so. Das war super. Ja. Ich fand Batman immer so toll, dass er halt ein Mensch ist und kein Superheld. Das war das, was mir so gefallen hat. Und deswegen wollte ich mich auch fand ich das Batman-Kostüm so toll, weil er als Sachs ist einfach ein Mensch, der in der Maske steckt. Ja, und ja, das kann man sich besser mit identifizieren und auch besser ein Vorbild dran nehmen. Ja, und Thor kam bei mir, weil ich die nordische Mythologie so gerne mag, deswegen. Ich meine, bei Spider-Man ist ja auch noch das Ding, er hat zwar Superkräfte, aber er ist irgendwie so, er ist ja ein Loser, muss man ja sagen. Ne? Privat klappt bei dem nie was, der kraucht auch immer irgendwie so rum und verdammt, wie bezahle ich meine Rechnung? Oh Gott, ne? So, ach scheiße, ich muss das noch für die Arbeit, ich muss das noch für die Uni machen, so und so und so. War auch mal klasse. Das hat mir halt auch super gut gefallen. Mhm. Ne? Dieses Struggle im Real Life. Ja, richtig. Das war schon nicht schlecht. Spannend. Ja, guck mal, da haben wir Marvel und DC gegenübergestellt. Marvel gewinnt relativ knapp mit 9-7. Darf ich denn zu den Serien noch was sagen? Aber natürlich. Ja. Ich werde das Thema, ich werde einfach nicht alt, das Thema immer wieder aufzubringen. Was Serien angeht, beziehungsweise Filme im DC-Universum, das mag alles sein, dass die Realverfilmung, gebe ich euch recht, da sind die Marvel-Filme alle weit vorne. Was das Animated Universe angeht, also sprich diese ganzen Zeichentrickfilme, diese Einzelstehenden, die Comic-Filme, sag ich mal, die Zeichentrickfilme, da ist DC so weit vorne und die sind so gut, sowohl von der Story als auch von der Erzählweise, die heben sich komplett ab. Da kommen auch die ganzen Marvel-Comic-Verfilmungen oder beziehungsweise die ganzen Comics, die Zeichentrickfilme, die kommen da nicht ran, weil die einerseits mit einer Qualität gemacht werden, die ist großartig, was die Sprecher angeht und so weiter und so fort, aber halt die Story, das ist halt alles, ja, ich sag mal, zwar nicht kindgerecht, ne, das sind keine Zeichentrickfilme für Kinder, das sind Zeichentrickfilme für Erwachsene. Ja gut, und muss man ja halt auch sagen, dass die Comics an sich ja auch nicht für Kinder sind. Richtig, genau. Richtig. Und das ist, die sind einfach großartig. Ich meine, da traut sich DC Sachen zu bringen, wie zum Beispiel Batman Ninja. Mhm. Das ist total irre. Da haben sie also japanische Anime-Studios hat DC rangelassen und gesagt, ja, dann macht jetzt mal aus Batman einen Ninja. Der kommt also durch einen Zeitunfall, cool. Bla bla bla, landet der im feudalen Japan, im Mittelalter. Und mit den ganzen anderen Superschurken, mit dem Pinguin, mit Deadshot, mit Joker und so weiter. Und dann treffen die in diesem mittelalterlichen Japan aufeinander. Und das ist alles in dieser Anime-Form gemacht, ne? Also mit Superrobotern. Und dies und das ist so schräg, aber das ist so cool, dass die sich sowas trauen, ne? Dass sie einfach sagen, ja, ne, wir haben jetzt einfach mal ein Anime-Studio genommen, die sollen das machen und dann hauen die dann sowas raus. Ich hätte eine Idee, Storzi. Wie wär's, wenn du uns eine Top-10-Liste machst, so die 10 besten? Die 10 besten DC oder beziehungsweise Zeichentrickverfilmungen. Genau, und dann die machen animated. Wir... Die richtig, Animated, ja. Dann nehmen wir uns Zeit bis Oktober vielleicht und machen dann im Oktober nochmal einen Podcast über DC Animated, wo wir die dann noch gucken können bis dahin. Ja, kann ich gerne machen. Und dann können wir sowas auch noch machen. Da kommen sogar noch ein paar richtig gute raus. Also da kommt jetzt bald ein Justice League Dark. Ja, Also Konstantino auch so. Genau, das geht dann also mehr so wie wieder in die Richtung Konstantin und so weiter. Das kommt raus. Als letztes kam, wie gesagt, Red Sun, glaube ich, raus. Da sollen aber noch ein paar rauskommen. Dann können wir das nämlich auch nochmal, wenn dir das so am Herzen liegt, dann machen wir dazu auch nochmal einen Podcast, aber ein bisschen später im Jahr, damit wir auch die Chance haben, die Sachen alle zu gucken. Sehr gerne.
Ja, das war unser Podcast zum ganzen Aufbau Marvel gegen DC. Wir haben Einzelkämpfe gemacht, wir haben Gruppenkämpfe gemacht, wir haben Filme und Serien verglichen. Es hat wieder viel Freude gemacht. Solltet ihr noch weitere Podcast-Themen haben, die ihr gerne mal hören möchtet aus diesem Bereich, gerne in die Kommentare, in den Discord, bei Twitter, wo auch immer ihr möchtet. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben, wenn es hier wieder auf diesem Kanal einen neuen Podcast gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.